Instant-Ramen, für so manchen Studenten der Standard der Küche oder vielleicht sogar das einzige Produkt im Küchenschrank, für die anderen quasi ein Gaumengrauen und wieder andere versprechen sich davon eine kulinarische Reise in exotische Länder. Wir checken heute, was man mit Wasser und Trockenpulver und Trockennudeln zaubern kann. Lecker essen oder zum Vergessen. Herzlich willkommen. Also, ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Cold Opener mir nicht vorher überlegt. Lecker essen oder zum Vergessen? Ist ja, nicht schlecht, oder? Ist perfekt. Ja? Also, das wäre ja schon einfach ein ganzer Claim eigentlich für die, ja? Für die Sendung, ja. Definitiv. Ja, sonst ist ja immer die Angst ist mit. Das bezieht sich natürlich auf meine. Das ist zu negativ. Ist zu negativ? Ja. Ja, aber das hat sich halt oft bewahrheitet. Also, weil Zart und Schwabbel, Captain Knorpel, Willibald Ginter. Ja, aber du darfst ja so nicht rangehen. Du musst immer positiv, ne? Die Leute sollen ja erstmal, sag ich mal, ein bisschen gehypt werden und dann erst ins tiefe Tal fallen, weißt du? Ja. Des schlechten Geschmacks. Ja, ich bin sehr gespannt und der junge Mann, den ihr an meiner Seite habt, den haben wir noch nie gehört in dieser Sendung. Tim Heinke, meine Damen und Herren, ist heute da, denn du bist sozusagen das, was ich nicht bin, der Experte in diesem Gebiet. Ja. Ah, komm, naja. Ja, doch. Ich bin Ramen-Experte. Man kann zumindest sagen, dass ich sehr, sehr viele Instant-Ramen in meiner Studentenzeit und vor allem in der Praktikumszeit hier zu Game One-Zeiten. Wieso das denn? Wo ich sehr arm war, weil es kein Geld gab damals für Praktikanten, habe ich mir sehr viel davon reingefahren. Und ja, jetzt, wo ich natürlich reich bin, gehe ich ganz oft ins Ramen-Lokal. Immer, wenn ich irgendwo eins sehe in irgendeiner Stadt, bin ich sofort da. Zu E3-Zeiten immer in Los Angeles sind alle Ramen-Lokale gerannt. Jetzt war eigentlich der, letztes Jahr war eigentlich der Japan-Trip geplant, das muss jetzt leider ausfallen. Also habe ich mich jetzt ein bisschen selber in die Ramen-School begeben und habe mal ein bisschen selber Ramen gekocht. Also ich kann so ein bisschen beurteilen, wie das dann vielleicht in echt aussieht. Aber Instant-Ramen ist natürlich, kann man eigentlich nicht vergleichen. Das ist eigentlich ein eigenes Genre. Ja, ich auch, glaube ich auch tatsächlich. Und deswegen bin ich auch froh, dass du heute an meiner Seite bist und mit mir verknusperst dir. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr naiv an diese Sache rangegangen. Ich habe natürlich in meinem Leben auch schon mal irgendwie so Instant-Ramen-Dinger gegessen, mal hier Cup-Nudeln oder weiß der Teufel was, aber doch relativ selten. So dass ich halt quasi, wenn ich mir mal wieder was gekauft habe, mich nie erinnern konnte, was hat dir eigentlich vor einem halben Jahr gut geschmeckt oder so. Mhm. Und dann habe ich aber auch mitbekommen, dass viele Zuschauer da draußen immer gerne mal gesagt haben, mach doch mal einen Ramen-Test. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich das nächste Mal machen? Und dann fiel mir das so ein, ah ja, komm, das wurde mal gewünscht, dann mache ich doch mal Ramen-Test, habe das angekündigt. Und ich möchte sagen, ich hätte nicht gewusst, nicht damit gerechnet, was ich hier für eine Tor aufmachen. Also was für eine Flut an Leuten, die sagen, wissen, alles klar, endlich. Und der Druck bei mir ist jetzt gigantisch. Ich wusste nicht, wie unfassbar viele Produkte es gibt. Ich wusste nicht, wie viele Menschen das quasi für sich als Heiligtum wahrnehmen. Und jetzt bin ich hier natürlich als interessierter Laie in der Zwickmühle. Ja, bestmögliche Ergebnisse abzuliefern. Deswegen ist es schön, dass du dabei bist, mit ein bisschen mehr Expertise gewappnet. Ich sag dir auch, das ist einfach, ich weiß nicht, wie sehr du dich schon generell mit so japanischen Fertigprodukten beschäftigt hast, aber das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach so ein generelles Problem, was man bei ganz vielen japanischen Süßigkeiten zum Beispiel auch und so Snacks und sowas hat. Es ist immer extrem ungesund, vollgepackt mit Chemie und allem möglichen Stuff, aber es schmeckt einfach immer verdammt geil. Und wenn du dir zum Beispiel mal so Snacks aus Japan reinfährst, dann denkst du dir halt immer so, Alter, warum gibt's das nicht in Deutschland? Das stimmt. Wir haben es gibt zum Beispiel, pass auf, ich sag dir eine Sache, die wirst du auch feiern. Chips, ja? Mit so Pizza-Chips, mit Pizzageschmack. Und da ist echter Käse drauf. Also echter Käse, ja. Also da ist wirklich so, du siehst sozusagen, das sieht aus, als ob da so Käse mit so einer kleinen Sprühpistole so drüber gespritzt wurde. Und es schmeckt einfach, also wirklich übertriebenst. Das sind einfach die geilsten Chips ever. Und wenn du das rausbringen würdest hier, es ist wahrscheinlich verboten, es ist illegal, könnte ich mir vorstellen, mit den EU-Normen und so. Aber wenn du es hier rausbringen würdest, alle Leute würden durchdrehen. Wie ist das gekühlt oder ist es in so einer Chips-Tüte? Das ist doch Chemie, das brauchst du nicht. Ja, aber das ist eine ganz niemals schlecht in 1000 Jahren nicht. Ja, in der Chips-Tüte. Aber das ist doch wahrscheinlich, wenn du es aufreißt, kommt erstmal so der Kotzedampfer. Nee, so, nicht der Kotzedampfer, da kommt, da fühlst du dich wie bei Alfredo in der Pizzeria. Ich weiß, dass Alfredo irgendwo sitzt und gerade eine Träne verdrückt bei diesem Vergleich. Nein, das ist der Original mit so einem. Ich habe das letztens in so einem Video von Jeremy Fragrance gesehen. Gas, wie heißt das, so ein Ding, mit dem man so Gerüche kondensieren kann und woraus man Parfüm macht. Irgendwas mit Gas, Gaskondensator oder sowas. Mhm. So ein Ding haben die einfach in die Pizzeria gestellt, haben das synthetisch irgendwie dann zusammengeballert und haben das in diese Chipstüte reingemacht. Und du würdest es 100% feiern. Okay, ich schwöre es dir. So. Okay, ein bisschen Sorge habe ich schon. Aber um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen. Ja, Ramen-Restaurants kennt man mittlerweile nicht nur in den fancy Großstädten. Es ist ja ein unglaublicher Siegeszug in westlichen Gefilden. Aber meines Verständnisses nach sind Ramen ja eher so was. Das ist ja in der asiatischen Küche oder Gastronomie ist das ja eher so ein
grundsätzlich eher ein Fastfood-Gericht, ne? Was Einfaches, was Schnelles, was du im Imbiss bekommst, was ich gar nicht werten meine. Ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, Ramen ist Fastfood. Aber bei uns ist es ja eher so Fancy-Shit, ne? Genau. Das ist so wie Burger dann halt auch ne, irgendwie dann hier zu so einem Fancy-Gericht dann irgendwann wurde, was natürlich eigentlich aus Amerika als Fastfood bekannt ist, ist es auch mit Ramen. Also es gibt irgendwie in Japan 15.000 Ramen-Restaurants oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich ganz, auch ganz, ganz viele kleine Geschäfte sind das immer. Also die meisten davon. Wirklich ganz, ganz kleine, mini kleine Bars. Deswegen heißt es ja auch Ramen-Bars. Hier sind ja meistens Restaurants. Mhm. Jeder hat ein eigenes Rezept. Es gibt verschiedene Rezepte von Region zu Region. Also zum Beispiel in Südjapan ist Tonkotsu-Brühe ist da. Das ist Schweinebrühe, ist da irgendwie das. Könnte auch ein Kinderbuch sein, ne? Tonkotsu. Und genau, es gibt dann eine Region, da ist Miso, dann gibt es eine Shio-Ramen-Region und so. Also das ist wirklich mega krass kulturell natürlich da verankert. Ich mach schon mal Google auf, um vielleicht einige Fragen zu klären, die hier vielleicht aufkommen könnten bei allem, was du hier gerade. Stammt aber eigentlich aus China natürlich. Ja, wie ja künftig in ein paar Jahrzehnten alles. So, wir machen jetzt aber einfach mal weiter. Vielleicht noch einmal die letzte Frage an dich. Was ist denn das, was feierst du an Ramen so ganz besonders? Jetzt vielleicht gar nicht an den frischen Fancy-Dingern, sondern an Instant-Ramen. Was ist denn das? Ist das einfach die Kombination aus den Preis? Ja. Okay, alles klar. Also nee. Das ist sehr, sehr billig und es schmeckt trotzdem geil. Also du wirst es auch sehen, es schmeckt nicht scheiße. Geil und billig ist auch einfach ein guter Claim. Ja, das Problem ist halt nur der Nährwert. Also es hat halt wirklich keinen, so, gar nichts. Also das ist wirklich, du könntest Styropor essen wahrscheinlich, das wäre ähnlich gesund. Aber mit Salz drauf vielleicht und ein bisschen Sojasauce dann noch, könnte das auch ein köstliches Alternativgericht sein. Ich hab, wenn ich mir Ramen gemacht habe früher, habe ich immer noch ein bisschen Gemüsebrühe, so, weißt du, so Instant-Gemüsebrühe auch noch reingemacht und so. Und das war ganz unheilig, was ich da alles. Ja, ganz schlecht. Ja, ich sag mal, der Geschmack diktiert, was gefällt. Ne? Das ist ja auch richtig so. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich würde sagen, starte die Wasserkocher, denn ganz wichtig ist, dass die Produktionsstraße, wir haben ein zweistündiges Fenster heute zugewiesen bekommen, auch nicht mehr. Was wollen wir natürlich respektieren. Jedes Mal sage ich, es wird überhaupt gar kein Problem. Bevor wir auf das Teilnehmerfeld kommen und auch auf Einsendungen, ich muss jetzt endlich was nachholen, was schon länger bei mir rumliegt. Und das sind auch Einsendungen gewesen, und zwar ganz, ganz tolle. Zum einen zum Beispiel hat mir Sebastian zu Weihnachten bereits diese Magnetbänder geschickt. Da wird sich die Produktion sicherlich sehr, sehr drüber freuen und die Aufnahmeleitung. Denn mit diesen Magnetbändern kriegt man wunderbare vertikale oder horizontale oder diagonale, auf jeden Fall waagerechte, gerade Linien hin, die wir sonst immer so nachziehen müssen mit dem Edding, je nach Talent. Das ist dann einfach recycelbar, verschiebbar etc. Ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe. Da werden sie bestimmt schon für die Tafel wunderbar zum Einsatz kommen. Und außerdem von Mandy hier zwei gediegene Topflappen, die beide, hier, Ninja-Variante und Augen-Variante, die mich davor bewahren sollen, mir die Finger zu verbrennen, wenn ich mal wieder irgendwas aus dem Ofen oder sonst wo herhole. Vielen Dank an euch beide, Mandy und Sebastian. Das ist ganz toll und kommt bestimmt zum Einsatz. So, jetzt kommen wir zum Teilnehmerfeld, denn wir haben einiges selbst gekauft und wir haben wirklich auch einiges eingesendet bekommen. Und du hast ein... Genau, du hast gefühlt hier, Herr der Ringe Teil 4 in der Hand, wenn ich die Papier, ich habe hier einen Brief von Ricarda, die uns 10 verschiedene Ramensorten zugeschickt hat. Ich kann hier mal kurz vorlesen, lieber Colin, liebe Bohnen. Als in einem Löffelmesser-Gebel der Nebensatz gefallen ist, dass du Ramen verkosten wirst, habe ich mir gedacht, da muss ich doch was zum Probieren schicken und dich sowie ein paar Bohnen verköstigen. Also habe ich in Düsseldorfs Little Tokyo richtig zugeschlagen und vor allem Sorten ausgewählt, die man in Deutschland nicht so einfach in jedem Supermarkt bekommt. Ja, und dann sind hier zu jeder Sorte noch mal eine kleine Anleitung, also wie wir das Ganze machen sollen. Okay, das finde ich. Was da drin ist. Puh, das ist aber jeder weiß, einfach Wasser drauf, fertig ist die Kiste. Also wir machen hier gar nicht den Styles hier von wegen noch mal in den Topf und noch mal köcheln lassen und so. Ramen müssen funktionieren, indem man die einfach in eine Schüssel ballert und einfach das Wasser drauf haut. Und das muss, finde ich, die absolute... Das muss das der Qualitätsanspruch sein. Ja, aber da kriege ich schon ein bisschen Sorge, weil bei diesen Cups und den Füllmengen Wasser, es ist ja ganz schnell immer, ich neige dazu, so Gewürzmischungen, die man mit Wasser verbinden muss. Ich bin immer ein bisschen geiziger mit dem Wasser, weil die mir oftmals zu laff sind oder so. Also lieber ein bisschen weniger Wasser als zu viel, dann hast du so eine wässrige Notwasserung. Und das ist auch dann weniger Freude und man denkt, das stimmt, ins Klo. Das stimmt natürlich, klar. Aber gut, wir gucken mal, denn es gibt ja auch welche, die man im Nachhinein meines Verständnisses nachdem die Nudeln sozusagen gekocht wurden, erst mit den Gewürztütchen veredelt und dann hast du ja quasi gar keine Brühe drin. Und wir gehen natürlich querbeet durch alles, was irgendwie so den Stempelrahmen hat. So, Tim, dann würde ich doch sagen, zieh mal irgendwas aus der Kiste. Wir haben Nummern drauf. Fang mal hier an.
So, das ist die Nummer 27. Die Nummer 27, Bulldog Hot Chicken. Oh, nee, das machen wir nicht am Anfang, weil die scharfen Sachen müssen wir zum Schluss essen. Okay, also sonst Bulldog, schmecken wir nichts mehr. Danke, Claudia und Randy. Das wäre übrigens euer Rahmeneinsendungsmoment gewesen. Ja, das müssen wir aber zum Schluss machen. Okay, dann machen wir jetzt. Ich habe die hier die ganze Zeit ready, aber weil wenn wir die jetzt sofort essen, dann können wir nicht mehr die anderen Sachen beurteilen. Alles klar. Fangen wir doch mit was von Ricarda direkt an, oder? Weil ich es jetzt hier direkt habe. Das ist nämlich die Nummer 7. Sapporo Ichiban Shio Ramen. Mhm. Shio Ramen ist eine Ramenart, die auf Salz beruht, sage ich mal. Also Salz ist der vorherrschende Geschmack und besteht meistens also aus verschiedenen Brühen. Entweder Huhn, es gibt aber auch zum Beispiel Meeresfrüchte oder Fisch. Was haben wir da? Was steht drauf? Ja, das könnte man jetzt wahrscheinlich ableiten aus dem. Ist da nicht ein lachendes Tier drauf? Aus der Region und aus dem Namen vielleicht, aber. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Garnelen drauf. Das heißt, es könnte natürlich eine Meeresfruchtbrühe sein. Ich sehe jetzt hier, also Garnelen ist das Einzige, was ich jetzt hier sehe. Daneben ist irgendein Schweinebauch, denke ich mal. Kann ich nicht sagen. Es sieht aus wie Hühnerbrühe hier auf dem Bild, aber ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, dann lass uns doch natürlich damit alles starten. Japanisch drauf. Ich gucke auch mal hier ein bisschen mit in den Chat, heute mehr als sonst, denn da gibt es vielleicht Experten, die sagen, ich weiß genau, was das ist. Ich kann euch sagen, was das ist. So. Also will Tim das absichtlich falsch machen? Was heißt das mit absichtlich falsch machen? Vielleicht, weil du dich nicht an die offizielle Packungsempfehlung hältst. Also wer, ganz ehrlich mal, Leute da draußen, wer von euch macht denn bitte so einen Instant-Rahmen dann erstmal noch mal in den Topf und kocht das irgendwie 3 Minuten oder so? Das macht doch kein Mensch, oder? Also ich glaube, das ist, ich weiß nicht genau, welche Art von, worauf das jetzt basierte, aber nein, das wird nicht so sein. Aber halt sie doch vielleicht einmal in die Kamera. Wir müssen einmal Klaus einfangen. Das ist die Krabbe mit dem Schweinebauch, die Gaumenhochzeit feiern werden. Ein bisschen Ei ist drin. Was ist das? Ist das denn doch? Das ist irgendwie so was, was am Meeresgrund rumkräuchelt, ne? Ja. Gut durchgekocht. Okay, schauen wir mal, was das ist. Also, das wäre jetzt die klassische Variante. Man nimmt sie aus dem Beutel. Wahrscheinlich sind die Tüten extra. Genau, jetzt ist auch schon wieder die Frage, wie isst man die Nudeln? Da gibt es Leute, die zermanschen die Nudeln, also machen so in der Tüte und dass du die sozusagen nur mit dem Löffel essen kannst. Andere Leute lassen sie ganz. Das sind auch nochmal dann so Glaubensfragen. Ach, das ist ja aber. Also, wenn da nicht draufsteht, manchen sie die Nudeln klein, würde ich sagen, wir machen so, wie es ist, oder? Wir lassen die natürlich ganz, ja. Dann bin ich ja beruhigt. So. Ja, das kenne ich. Das ist die klassische gute Nudelplatte. Das ist natürlich auch schwierig. Da braucht man eigentlich die richtige Schüssel für auch, ne? Weil ich sehe das jetzt doch schon kommen. Das heiße Wasser träufelt da durch. Oder die werden ja ganz schnell, matschig die Nudeln und dann gehen die da unten rein. Okay, da bin ich gespannt. So. Ich versuche das jetzt mal so aufzuteilen, dass ich hier 2 Schüsseln draus rauskriege. Wir haben ja auch gar keine Kochplatte, also wir könnten das auch gar nicht kochen lassen. Ich hab gar nicht mitbekommen. In diesem Ding waren jetzt 2-mal diese Nudelplatten drin. Ja. Für 2 Portionen? Oder sind das wieder so, mixen sie A und B? Nee, das ist einfach. Das ist eine Portion, einfach nur diese Nudeln in 2 Stücken hier so. Also sind das quasi 2 vollwertige Mahlzeiten? Oh gut, mal gucken, was da mal rauskommt. Okay, ja, dann musst du natürlich jetzt schauen, das könnte gefährlich werden. Oder wollen wir es lieber in einer Schüssel zubereiten und dann schützen wir was rüber? Weil nicht, dass da so Würzgeiz entsteht oder so, weil man die Würztüten nicht perfekt teilen kann. Okay. Ist vielleicht ein bisschen sinniger. Was sagt denn der Chat? Ich hau die Dinger in den Wasserkocher. Das ist doch genau das, was man nicht macht. Man nutzt doch den Wasserkocher nur, um Sorten rein quasi Wasser zu kochen. Oh. Was? Oh, hier sind Sesam. Hier ist es Sesam dabei. Das ist ja schon mal geil. Also du meinst Sesam nicht als Zutatenliste, nee, sondern als auch als Produkt so, ja? Ja, ja. Aber du weißt, dass man das jetzt so machen soll, ja? Ja, das macht man immer gleich. Man haut das in die Dings, man kippt das Wasser drauf und packt die Nudeln rein. Wie viel Wasser? Also beziehungsweise ich lege die Nudeln jetzt direkt oh Gott, da rein. Wie viel muss drauf? Also 500 Milliliter. Genau, 500 Milliliter. 3 Minuten kochen. Dann würzen und dann genießen. 3 Minuten kochen? Nein, Alter. Komm, scheiß drauf. Ach Tim, du hast so eine Zewa-Rolle vor dir. Vielleicht können wir die die muss weg. Die hindert den Bildgenuss. Die Zewa-Rolle muss weg. Ja, das ist so. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe schon. Es sind immer 500 Milliliter. Dankeschön, das ist was Gutes. Diese Information. Und vielleicht können wir gleich auch mal direkt so einen Cup schon mal aufmachen. Das können wir nämlich in Devil's Kitchen. Lieber ein bisschen weniger. Ja, ich hab. Und die drückst du jetzt quasi so ein bisschen rein? Oder werden die von alleine labbrig dann? Genau, die drücken wir jetzt da so ein bisschen rein. So.
Oh. Ich bin sehr gespannt. Und ich nehme mir mal eben einen Stift weg, hier hinten von der Wand, denn dann kann man schon mal auch abstreichen, was gegebenenfalls. Brauchen ja auch gar nicht so viele Nudeln. Nee. Okay, also das ist Nummer 27. Dann lasst uns Nummer 27 mal kurz einwirken lassen. Wollen wir vielleicht parallel direkt mal einen Cup zubereiten? Und zwar den Cup der. Den Cup der guten Hoffnung. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ach, Paul ist heute nicht in der Regie, deswegen gab es jetzt keinen Lacher, der absolut angemessen gewesen wäre. Gut, ich würde sagen, mach doch mal eine Cup auf diese grüne da. Die große. Ja. Das ist nicht die 28. Die 28 ist nämlich hier das Rahmenmaster-Ding. Nummer 13 ist das. Nummer 13, das ist Xianghetao grüner Sichuan-Pfeffer. Hm, okay, das hört sich ja fast an wie was Chinesisches eher. Ja, ich bin da so ein bisschen, also da muss ich sagen, da, das ist für mich so wie Europa, Asien, da bin ich heute mal großzügig. Mangels Spracherkennung, beziehungsweise Kenntnis von selbiger. So, haben wir denn dazu was? Nee. Das ist ja ein Monsterbottich. Ja, das ist ja schon mal geil. Das ist doch, da wird ja eine Kleinfamilie von satt. Also auf dem Papier zumindest. Aber wir Nudeln wissen, wie das mit Packungsangaben ist. In die Schüssel geben. Achso, man soll es trotzdem in die Schüssel. Also, nee. Man soll es trotzdem in die Schüssel geben. Wozu haben wir denn das? Wozu haben wir denn so ein Bowl? 1 bis 2 Minuten einweichen, abtropfen lassen. Ja, so muss das nämlich auch, so muss das nämlich auch funktionieren. Okay, nicht dann erklär's nochmal für uns. Nicht alle. Hier auf dem Teppich, auf dem Topf. So, wir zeigen erstmal das Ding nochmal hier. Ja. So sieht das Ganze aus. Das sind die Sichuan 13 Xianghetao. 2,39 Euro kostet dieser Bottich übrigens. Das ist natürlich direkt dann auch, das geht direkt in die Erwartungshaltung über. 2,39 Euro für so einen Eimer. Das soll nicht nur viel sein, sondern auch lecker. Oh, das ist ja, da hast du ja nochmal. Alter. Was ist das denn? Das ist ja ein komplettes Bastelset. Also hier so, guck mal, so macht man das auf, ja. Krass. Also das ist ja wie Weihnachten. Zeig mal her den Boy. Also was haben wir hier alles? Nüsse oder was? Was ist das für ein Edelheimer? Warte mal. Ich kann übrigens jetzt schon sagen, wir werden nicht alles verkosten, was wir eingesendet bekommen haben. Sind das diese Sichuan-Pfeffer? Vielleicht machen wir, ich halte eine Fortsetzung absolut für denkbar. Was ist das? Wonach riecht's? Ich weiß es nicht. Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Was das sein soll. Hier haben das sind wir. Erbsen, Alter, oder nicht? Tja, was geht? Das sind ja nicht mehr, die sind ja noch weich. Die was? Nudeln. Das riecht wie wenn du ins Futterhaus gehst, um für die lieben Vierbeiner was zu holen. Genau. So, zieht euch mal hier diese Nudeln rein. Was ist das denn, das Geile da? Ach, die sind schon weich. So. Oh, das ist aber ganz gefährlich. Wieso? Oh, ich sage dir, geh mal zu Penny und hol dir die lustigen Thai-Nudeln, die nämlich auch schon in so einem Bottich sind, vorgekocht. Und für die Ewigkeit vakuumiert. Das ist eine ganz scheußliche Sache gewesen. Okay. Das hatten wir schon mal in der Sendung. Aber weißt du, wie die Nudeln hier entstehen, Colin? Diese hier? Ja. Weißt du, was mit denen passiert? Glaub mir. Ungekühlte Fertiggerichte, die verzehrfertig sind, ist ganz, ganz gefährliches Terrain. Mhm. Wir hatten das hier schon in der Sendung und das war mit Abstand das schlimmste Produkt. Und da haben auch diese süßlichen Nudeln okay. Teil. Na gut, alles klar. Aber es kann auch. Du bist ja der Experte. Die können es viel, viel geiler machen. Ich glaube, das sind so kleine. So, hier haben wir auch ein bisschen Crunch. Das machen wir nachher oben drauf. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Gemüsepackung. Das riecht komisch, ne? Das ist so ein bisschen komisch. Ich dachte erst, es wären Erbsen. Dann habe ich gedacht, das sind vielleicht so Mini-Rosenkohle. Aber es ist irgendwie so, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera diese Romantik einfangen kann. Aber vielleicht habt ihr da draußen auch eine super krasse Idee, was das sein könnte. Also, ich rolle es mal ein bisschen zwischen den Fingern. Das müssen wir natürlich super close rangehen, weil es wirklich super klein ist. Ich frage mich, ob das der Sichuan-Pfeffer ist. Also das ist hier auf jeden Fall nicht der Sichuan-Pfeffer. Das ist irgendwie sowas, das ist so eine Cracker. Ich versuche mal einmal einen Querschnitt zu machen mit den Zähnen. Keine Ahnung. Aber kann man so essen. Edamame sagt gerade jeder, die sind aber größer. Nee, sind Erbsen. Sind keine Erbsen. Nee, die sind ja auch nicht in der Schote. Die sind ja in so einem. Die sind ja in so einem, Art Strauch. Mini-Kiwi von Mirikikiri? Naja. Mini-Rosenkohl, ja, so. Willst du das hier auch probieren, Colin? Algenbällchen frittierte Erbsen. Das getrocknete Gemüse? Ja, bitte. Also. Weißt du denn schon, wie man's reinschmeißen? Das ist immer das Gleiche. So, hier haben wir das ist jetzt das Fischfutter, was natürlich komplementär dazu kommt. Hier ist das Würzöl. Und auch richtig viel. Also, das ist auch echt gut, muss ich sagen. Okay. Also 2,39 Euro. Man muss schon sagen, also mülltechnisch ist das natürlich schon krass. Ja, natürlich. Das sowieso immer, ne?
Wenn man sich jetzt hier mal dieses Öl anschaut. Das, oh ja, das sieht, ich spüre schon im Gaumen diese so eine intensive Würze. Das ist super geil. Das ist Hammer. Okay, ich habe hohe Erwartungen. Also Würzöl, wenn man sowieso, wenn man einen Rahmen kriegt mit Würzöl drin, finde ich, ist das sowieso schon mal qualitativ immer ein bisschen besser. Hier haben wir noch mal. Das ist wahrscheinlich so eine Art Sojasauce. Oder? Aber kannst du sehen, in welcher Reihenfolge man da alles. Colin. Ja, alles rein und gib ihm. Das ist jetzt nichts hier für. Das macht man einfach. Ich beobachte mal den Chat. Das ist so eine. Also bei 5 Tüten, da habe ich das. Oh, was ist? Es wird ja immer besser. Eine Gabel. Wozu brauchen wir denn überhaupt noch heißes Wasser? Nur um es warm zu kriegen oder was? Eine Gabel. Das ist so ein Klappgäbelchen. Das kannst du ins Portemonnaie tun. Ey. Ja, wirklich. Das kann man so zusammenklappen. Ja. Und dann kann man so aufklappen und. Zack. Das ist wichtig. Man wartet nur auf den Moment im Zugrestaurant. Entschuldigen Sie, der Herr, brauchen Sie noch was? Nein. Phil Dunphy-mäßig. Also, ich habe natürlich meine Zaubergabe denn, dabei. Okay, ey, ich Tim, sag, ich habe Angst. Ich habe Angst, aber gut. Ich, so, am Geschmack soll es sich entzünden. Hier haben wir. Ist das so richtig alles durcheinander? Das ist eine Suppe. Das kommt alles eh alles zusammen. Ja, aber entschuldige mal, im Magen kommt auch alles zusammen, aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass man vorher nicht noch kauen möchte. Ja, aber in meiner Suppe liegen doch nicht mehrere Sachen nebeneinander auf dem Teller. Das, ja, aber ist alles Bestandteile der Brühe. Aber warum hat man es denn dann nicht von vor? Ja gut, es soll nicht lätschig werden, habe ich mir gerade selber beantwortet. Also, pass auf, Colin. Gut, Tim, du bist der Experte. Ramen besteht aus im Prinzip 4 Komponenten. Du hast immer die Brühe, du hast immer das Tare, das ist immer sozusagen dieses Würz, das Gewürzzeug. Was du da reinmachst, ist wie so eine Art Sud. Den kippst du da rein, um die Brühe zu würzen. Du hast die Nudeln und du hast die Toppings. So. Okay. Und das ist eigentlich immer so dieses Rahmending. Und hier hast du halt auch diese ganzen Komponenten und kippst die halt hier einfach rein und dann ist das fertig. Und mehr machst du bei einer richtigen Rahmendings auch nicht. Ich kipp ja immer ganz gerne hier noch so Wasser rein in diesen Beutel, um das so alles so richtig rauszukriegen. Ja, aber das stimmt. Ne, weil man Angst hat, da ist nur das Leckerste ist drin und ein bisschen wässrige Freude. Brennt man sich halt immer so übelst hart. Ja, vor allem, wir haben nämlich doch, wir haben Küchenrolle hier, Tuch. Reich mir doch mal bitte auf die Durchreiche einmal die Schüssel. Ich mache ja schon mal weiter, weil das ist ja dann doch. Ich wusste nicht, dass das so aufwendig wird. Ich dachte, das wäre. Ja, du machst es halt die ganze Zeit so, verkomplizierst es. Ja, ja, also entschuldige mal, du bist dabei, die zweite Cup zu bearbeiten. Ne? Also ich bin ja, mein Hunger ist hier die ganze Zeit, der antreibt. Gib mal her den Boy. So. Ja. Also. Danke dir. Ja, es hat auf jeden Fall schon, es kommt die gute alte Brühenromantik direkt mal hier hoch. Aua. Das ist aber so, ich glaube, also ohne es probiert zu haben, ich sage, ich weiß schon, was hier auf uns zukommt. Das ist wie, das hier ist nicht Empire Strikes Back. Eine Schere wäre übrigens geil. Nur mal ganz kurz an die Produktion, wenn wir eine Schere hätten. Eine Schere bekommen können. Das ist nicht Empire Strikes Back, also es ist nicht ein Cliffhanger oder irgendeine Überraschung drin. Am Schluss, wo du sagst, alter Verwalter, damit hätte ich nie gerechnet. Hier, das ist wie ein offenes Buch mit nur einer Seite, auf der auch nur 2 Buchstaben stehen. Das ist auf einen Blick erfassbar. Und du kannst dir das Buch kaufen, du kannst es drehen, du kannst es von allen Seiten dir anschauen. Es kommen keine Buchstaben, es kommen keine Wörter, es kommen keine Seiten hinzu. Das, was du am Anfang wahrnimmst und auf was du dich freust oder eben auch nicht, das bleibt dir bis zum letzten Tropfen erhalten. Genauso riecht dieses Produkt. Und selbst wenn es anders sein sollte, würde ich, um konsequent zu sein, nicht davon abweichen und mein vorher gefälschtes Urteil noch mal anzweifeln. So. Oh, das riecht geil hier. Alter. Okay. Jetzt gebe ich dir mal ein bisschen was ins Schüsselchen, ja? Mhm. Du sagst, das muss doch jetzt fertig sein. Die sind doch schon aufgequollen. Die wabbeln sich hier schön ein in der Schüssel zurecht. Die sagen, ich bin verzehrfertig, ich will nicht kalt werden. Das respektieren wir natürlich an dieser Stelle. Und schauen mal. So, guckt ihr das mal. Boah, das riecht wie Pesto. Also das, dieses Ding hier riecht wirklich original wie Pesto. Willst du mal kurz riechen? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue oder nicht. Findest du nicht? Doch. Es riecht so ein bisschen, als ob da gerade chemische Prozesse stattfinden. Durch das Zusammenschütten, ne? Auf jeden Fall, ja. Da kommt irgend so was Krasses durch. So, jetzt gebe ich dir mal ein bisschen was Brühe und Nudeln. Boah, das Ding hier ist so geil, das finde ich jetzt schon gut. Ich kann auch jetzt schon sagen, das finde ich ansatzweise. Oder wir gucken, ob wir Captain Mülleimer noch bemühen, zwischenzeitlich, weil sonst werden wir das hier alles nicht wegkriegen. Ich glaube, das reicht ehrlich gesagt auch schon. Tim, ich reiche dir mal was rüber, dann kannst du nämlich schon mal. Ja, kannst du direkt das hier probieren. Captain Costa machen. So, das ist jetzt die Nummer. Ja. Die Nummer 7 und. Nee, doch. Was war das nochmal? 27, ne? Hat man gesagt. Nee, hat man nicht gesagt. 27 ist. Nee, die haben wir wieder weggetan. Genau. Das hier war. Nummer. Also Nummer. Das ist Nummer 7, ist das? Nummer 7. Ich wusste doch, dass ich mich an eine Zahl erinnere. So. Ich esse die jetzt mal. Ich nehme jetzt mal ein ganz bisschen weg.
Weil das Problem daran ist, an so dünnflüssigen Brühen, für mich zumindest, aber da sieht man auch wieder, dass sich natürlich der Laie spricht, danke dir. Mein Problem mit so dünnflüssigen Brühen ist, man schnabuliert sich das so auf den Löffel, weil das Ganze natürlich so überhaupt gar keine Bindungen hat und auch nicht so tagelang gezogen hat, sickt die Brühe nach unten durch und ich habe immer das Gefühl, es ist, Geschmack ist in homöopathischen Dosen an den Nudeln vorhanden und der Rest ist in der Brühe. Und es sind eigentlich zwei Mahlzeiten. Erster Gang und zweiter Gang. Muss die Brühe doch trinken. Ja, aber die Nudeln, die kann man ja nicht trinken. Ah, okay, jetzt. Okay, so kriege ich das auch hin. Ich mache, nee, komm, ich muss erstmal die Nudelkonsistenz checken. Finde ich richtig lecker. Also ist auf jeden Fall Hühnerbrühe. So viel ist schon mal klar. Aber wo ist denn das Meeresgetier geschmacklich? Ja. Aber okay, lecker ist jetzt sehr relativ. Das ist jetzt. Also es ist eine kräftige Brühe. Finde ich schon mal, die schmeckt jetzt nicht wässrig. Also, ja, die Konsistenz ist wässrig, klar, die ist jetzt nicht. Aber ich finde, die hat schon viel Geschmack. Ja, ich glaube, gut, dass die wässrig sind, ist klar, das ist jetzt keine Sahnesoße. Also, deswegen will ich jetzt dieses Argument gar nicht immer bringen. Ich wollte es nur einmal verdeutlichen. Aber das ist doch jetzt einfach nur eine ganz stinknormale, salzige Brühe, oder? Ich weiß nicht, also ist da jetzt irgendwie. Das ist ja auch Shioram. Das heißt. Die soll nach Salz schmecken. Ja, ja, okay. Dann muss man jetzt auch mal sagen, ja, das ist natürlich, also der Salzgeschmack kommt auch gut durch. Die Nudeln sind natürlich, ja, das sind halt diese typischen. Die sind jetzt auch nicht hart oder so. Also falls jetzt irgendwer sagt, ihr habt die nicht gekocht, die Nudeln sind. Die sind gut durch, alles fein. Die sind nicht. Die sind jetzt hart oder so. Es ist überhaupt nicht so. Die sind eher zu weich, weil du musst natürlich die Rahmenbrühe, also direkt musst du eigentlich direkt essen. Mhm. Du darfst sie nicht so lange stehen lassen eigentlich, ne? Ich hab gerade ganz kurz gedacht. Kommt so ein Hauch von Hafenrundfahrt im Gaumen auf. Ja? Ja, ganz, ganz kurz mal. So einmal, so, als ob irgendwie so einmal irgendwie sich so eine Alge aus dem Meer hochtaucht. Finde ich gar nicht. Aber vielleicht war das auch nur eine Wunschvorstellung. Also ich schmecke da null Garnele raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das schmeckt nur nach Hühnerbrühe. Also hier muss ich jetzt sagen, da habe ich das Gefühl, kaum kennst du eine, kennst du alle. Hätte ich schon mal genau diesen Geschmack jetzt wahrgenommen. Und klar, wenn du sagst, das ist genau das, was man haben möchte, wenn man also das kauft, dann mag das toll sein. 1,79. Die 7 kostet 1,70, richtig? Genau, 1,70. Also ist jetzt nicht ganz preisgünstig, würde ich sagen. Aber bevor ich in eine Bewertung kommt gehe. Kommt halt aus dem Japans-Shop, ne? Muss man auch sagen. Ja, aber das ist ja auch nicht immer gut, ne? Also manchmal sagt man immer, oh, wenn du es bei uns nicht bekommst und sogar nur da, dann ist das ein Zeichen für Exklusivität, für was ganz Besonderes, für was super krasses, intensives. Manchmal ist aber auch nur das Zeichen dafür, dass kein Schwein außerhalb dieses Mikrokosmos sich dafür interessiert. Kann auch sein, muss aber nicht so sein. Muss mal meine Schüssel hier ein bisschen sauber machen. Ja, das wird ein bisschen problematisch. Die nachher alle gleich hier. Ja, so, das ist jetzt hier also, aber das ist ja wirklich ein. Ach, das ist natürlich jetzt schon ganz geil, das gebe ich jetzt zu. Wie kriegen wir das denn hin? Boah, es ist widerlich. Ich glaube, wenn wir einfach mit getrennten Löffeln arbeiten, hätte ich jetzt kein Problem, dass wir uns den Cup gleich mal rüberreichen. Du kannst mir sonst auch mal rein. Hier oder ich gebe mir rein, ja, so machen wir's. Mit der Kelle da einfach oder was? Ja. Keine Ahnung. Genau. Also darauf bin ich richtig schon, gespannt. Das ist schon richtig Premium. Allein was die Zutaten angeht. Mhm. Also dass das Tare und das Würzöl getrennt voneinander war, das ist schon mal sehr heftig. Ja. Dann gibt es noch ein Topping. Es gibt Gemüse. Guckt euch mal die Nudeln an, wie schön die aussehen hier. Das ist wirklich so wie so ein blasses Geistermädchen aus japanischen Horrorfilmen, was hier gerade sich aus dem Meer erhebt. Dass die überhaupt gerade sind, ne, die Nudeln. Ja, ja. Weil das finde ich auch immer so ein bisschen abtören an den. Oh. An diesen Rahmennudeln, die sind ja frittiert, ne? Ja. Wusstest du das? Dass die so haltbar gemacht werden? Also die werden entweder frittiert oder die werden so mit so Heißluft, also so Heißluftfritteuse. Das hört nicht auf. Du bist da so lange frittiert, bis da kein Wasser mehr drin ist. Okay. Und dann so zusammengeschrubbelt, dass die halt da natürlich platzsparend reinpassen. Und ich finde die immer ein bisschen abtörend tatsächlich. Die Nudeln machen einen viel besseren Eindruck. Es riecht einfach schon viel raffinierter, was ich hier vor der Nase habe. Also eben nicht einfach nur, nimm mal einen Schluck vom Meer und zieh das Fischige ab, Salz, bleibt übrig, sondern einfach, als ob hier deutlich mehr zusammenkommt. Das finde ich schon mal nicht unspannend. Hier, einmal für die Schleuse. Ja. Übrigens, aber auch ziemlich teuer, 2,39 Euro. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn das so sein soll, das ist ja auch so schwer, da kannst du ja wirklich, nachdem du das Beste rausgefischt hast, kannst du da zum Beispiel deine Partnerin noch glücklich mitmachen. Boah, Alter. Das riecht hammergeil, finde ich. Das riecht total, da kommt schon so ein Ingwergeruch und sowas hoch. Ja, also ich finde, das riecht wirklich krass nach Pesto Genovese irgendwie, aber. Ich weiß, was du meinst. Ey, ich wünschte, ihr könntet das riechen. Ich würde gerne wissen, ob die anderen das auch so sehen. Ich trinke jetzt einfach mehr aus dem Becher. Das ist so ein bisschen, das ist so, also Japan ist so ein Baseballstadion in Japan. Statt Chicken Wings und Hot Dogs hat man so ein Bottich mit Sesamnudeln
Ölzeugs. Okay. Ja, also hier hat man auf jeden Fall den totalen Mut zur eigenen Geschmacksrichtung. Dieser sieht schon an, Pfeffer. Es ist scharf. Mhm. Der kommt auch nach. Der flutscht erst so unauffällig durch. Und erst wenn im Magen die Brühe angekommen ist, dann fängt das so an. Alles klar. Alter. Schärfe Knospen. Okay. Echt, aber, ne? Das ist saugeil, oder? Ja. Also mal ganz ehrlich. Das ist nicht schlecht. Aber das ist wie, echt, wie die Schärfe. Also ich müsst ihr euch mir vorstellen. Fast ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Ja, sehr intensiv, ne? Ja. Ja, willst du mal ein bisschen noch? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich finde es irgendwie auch ganz geil. Krass. Vor allem, ich habe so ein Bild von so einem, weißt du, von so einer Gülleverspritzmaschine. Die fährt einmal die Straße entlang und überall spritzt es hin. So ist die Schärfe von oben bis unten irgendwie spürbar. Meine Zunge wird spürbar. Schon taub, ey. Alter. Aber die Nudeln sind geil, Colin. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss aber sagen, das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten. Das hat einen ganz eigenen, ganz speziellen Geschmack und die Schärfe ist da. Wo die hier sagen, das ist die, das ist quasi, das ist Mallorca. Kommt jeder mit klar? Ja. Ist das sozusagen Backpack-Urlaub durch Burma? So, sehr speziell, muss man für gewappnet sein und Bock drauf haben. Also das schmeckt wirklich verrückt einfach. Dieser Sichuan-Pfeffer kommt mega krass da durch. Auch vom Riechen schon ist auch das. Auch so eine säuerliche Note, ne? Also relativ sauer, finde ich. Ja. Säuerlich, es ist wirklich scharf, es hat einen ganz eigenen Geschmack. Und ich würde fast sagen, ich habe diesen Geschmack, ich kann mich nicht erinnern. Nee. Ich habe gerade keine Parallele so in meinem geistigen Koffer. Ja, wie gesagt, bis auf diesen Sichuan-Pfeffer, den ihr manchmal so ein bisschen kennt von so einer Soße zum Beispiel oder. Man hat auch so eine ganz komische, sorry, so eine komische Taubheit auf der Zunge, ne? Genau, ja. So ein bisschen, als ob du das quasi vor der Zahnarztbehandlung bekommst. Ein bisschen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Oder genau. Das könnte auch sein, dass wir allergisch sind. Okay, das ist echt krass. Also das ist welche Marke ist das? Wahnsinn. Fragt hier jemand. Das ist Xiao He Tao, grüner Sichuan-Pfeffer. Boah. Und wenn man einatmet, ist das halt auch noch so. Das hat so was ganz. Das macht was mit einem. Und ich, ja, ein bisschen Angst habe ich schon, aber irgendwie ist das auch total krass. Ja. Habe ich noch nie, habe ich wirklich, ich kann sagen, so einen Geschmack, also in dieser Kombination mit allem, was zusammenkommt, habe ich noch nie gehabt. Hat eigentlich schon mal jemand geschrieben, ob das vielleicht wirklich irgendwas Chinesisches ist eher? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, aber ne, ich weiß halt nicht. Wir müssen sowieso, ne, also schon mal das kleine Disclaimer, wir werden hier super viele Sachen falsch aussprechen und es tut uns mega leid. Ja. Aber das ist wirklich was, okay, das ist cool. Das kriegst du dann einfach nicht im Supermarkt als Standardartikel wahrscheinlich, sondern in anderen Supermärkten als Nicht-Standardartikel. Magst du mir mal einmal bitte die Post-its geben? Dann kann ich dir mal einmal direkt da ranpacken. Dann kommen wir im zweiten Fall. Das ist die, die wir eben hatten? Ja. 13 war hier die Tüte, die, also. Nee, andersrum. Oh. 13 ist das Grüne und die Tüte ist die 7. Ja. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen und dann müssen wir mal an die Tafel schreiten, denn ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir Noten abgeben, aber man muss ja erstmal so ein bisschen Gefühl für das bekommen, was man hat. Wollen wir mal eine Rinderbrühe? Yes, Rinderbrühe. Das ist jetzt die 30. Mhm. Die kommt übrigens von Florian. Mhm. Und das ist die A1 Mi Li Rindgeschmack. Das ist die 30. Ich bin eigentlich großer Rinderbrühen-Fan. 99 Cent, preislich natürlich genau unter dem magischen Euro. Das heißt, die dürfte auch bei Teddy angeboten werden. Das wäre jetzt wieder der Moment für den Tusch gewesen. Aber, naja. Achso, ich habe nicht zugehört. War nee, du, das ist okay, du warst abgelenkt. Aber, vielleicht, ja. Egal, gut, so ist das heute mit dem. Man hat einmal kein Studiopublikum und sofort bleiben die Lacher aus. Ja. Und wieder. Gut. So machen wir das. Ich werde meine Enttäuschung verbergen für die Aufzeichnung. Hier ist übrigens noch eine Gabel drin. Hm. Auch wieder eine kleine Klappgabel. Aber mit einem anderen System. Klappgabeltest. Ja. Genau, mit welcher kaut sich's am besten? Aber schon mal, hier sind Unterschiede, weil diese Klappgabel lässt sich. Oh. Die lässt sich einfach so klappen, ja? Mhm. So. Zack. Habt ihr es gehört? Diesen kleinen. Mhm. Diese Klappgabel ist erstmal hier so richtig lapperig. Und die muss man, wenn man sie geklappt hat, hier noch mal mit diesem Feststelldingen noch mal so festchecken. Und ich glaube auch, die Stabilität dieser Gabel ist nicht so gut wie die. Das glaube ich auch nicht. Und vor allem haben die sich auf das Drei-Zinken-Prinzip geeinigt. Bei den anderen sagt man, wir wollen der klassischen westlichen Forke entsprechen. Ja. Und das, aber das ist so ein bisschen, da kannst du auch mit umgraben, ne, den Balkon pflanzen. So. Das stimmt. Also, ja. Aber wir werden sehen. Oder sich so den Rücken kratzen. Wir müssen eigentlich schon auch damit essen. Stimmt. Also, weil irgendwie alles andere wäre auch
Du nimmst die Kabel, du bist ja der Chef hier. Ja. Hier ist nämlich, die hat echt was von Kinder. Aber es ist auch ein bisschen, das ist ein ganz eigenes. Ich würde gerne wissen, ob das hier mehr so optisch hat man sich versucht, in Neptuns Garten irgendwie zu bedienen. Ne? So ein bisschen so ein Dreizack mit vier Zacken, also ein Vierzack, klassischer. Oder ob dieses in der Mitte so zwei, die eher so eng sind, und hier seht ihr ja so ein bisschen so eine V-Form, die ein bisschen nach außen driftet, ob das sozusagen in mühevoller Arbeit gemeinsam mit den Köchen entwickelt wurde, als optimale Zinken-Aussparungsform. Weißt du? Ist halt sehr speziell. Oder es ist ein reiner so optisches Gimmick eben. Das werden wir feststellen. Das aber natürlich okay. mit dem anderen Produkt. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt eine zweite Cup auf. Gleich, also eins am anderen, aber dann kann die schon mal ein bisschen vor sich hinspielen. Die Huhn-Flavor, meinst du? Können wir machen. Dann haben wir einfach mal, es ist derselbe Hersteller, ja. Nur geschmacklich soll der Unterschied laut Packung vorhanden sein. Kein Problem. Ach so, und was ist das? Das ist jetzt so eine richtige, das sieht aus wie so eine grobe Pesto-Paste auch, ne? Oder nee, wieso? Das sieht aus wie Shisha-Tabak. Auch das Gewürzöl einfach. Ja, aber also, da oben drauf, das sieht doch aus wie Shisha-Tabak. Ja, das ist Öl mit so Chiliflocken und so ein bisschen Gewürzen halt zusammengemengt. Weißt du, wie wenn du eine Marinade machst, so ein Rub, weißt du, für Fleisch oder so. Also, Shisha-Tabak. Ja. Also jetzt ganz wichtig, die Fülllinie. Tim, zu viel. Nein. Doch, du hast es übergossen. Hab ich nicht. Das wird ganz dünn jetzt, da kann man ja mit abnehmen. Guck bitte rein, guck bitte rein. Ich hab's doch genau. Ich hab genau bis zur Linie. Ja, nee. Aber nur, weil die Insel das anschwemmt hier oben. So, pass mal auf. Musst du alles mitberechnen. Das ist echt interessant. Das ist wieder sowas, so kennt man das auch aus heimischen Gefilden. Eher, guck mal, da wird noch so ein bisschen so der Trockenschnittlauch oder was das ist, wird da noch so drauf. Der ein bisschen was Rotes drin, ein bisschen was Grünes drin. Alles so Dinge, die halt optisch dir das Gefühl geben, ja, wir waren noch im Gemüsegarten und haben was Feines, Gesundes mit reingepackt. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Das ist jetzt Chicken, ja? Nee. Das ist Beef. Du hast Rind, ich hab Chicken. Jetzt bin ich gespannt. Schön. Ja, aber das ist schön hier so. Das, also ja, ich finde das auch immer, also umweltmäßig ist natürlich schon kacke, diese ganze Plastikscheiße, aber es ist halt auf der anderen Seite auch so unglaublich praktisch, so eine Cup zu haben, wo alles drin ist. Da ist aber auch in Japan überhaupt kein Bewusstsein, glaube ich, dafür da. Also für diese ganzen Nachhaltigkeits-Plastik-Sachen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendein Bewusstsein für haben. Da ist doch so viel aus Plastik, ey. Guter VOD-Vorschlag, der gerade reinkam. Two Boys, One Cup. Ich habe mich schon gefragt, wenn der Joke. Ach, tatsächlich? Ja. Ja, ich habe nicht. Ich fand natürlich. Aber herzlichen Glückwunsch, wenn du der Erste warst. Nice. So, weiter geht's. Also, rein mit dem Wasser in die Chicken-Variante. Ich habe ihn zumindest gerade zum ersten Mal gelesen, aber der Chat, ihr seid so schnell. Ihr seid mit dem Tippen schneller als ich mit meinem Kopf. Also, insofern, was nicht zwingend was bedeuten muss. So, Kochwasser auf Daumen. Ich hab zu gierig gerührt. Alter, ich hab mich voll erschreckt. Ja, ich habe auch gedacht, ich kann direkt zum Arzt gehen, aber es war dann doch nicht so schlimm. Aber Sicherheitshalber, du kennst das, ey, sorry, bei Erdbeerkäse, wir wissen, sicherheitshalber lieber lauter schreien, als hinterher zu jammern. Sonst ist es unglaubwürdig. Erdbeerkäse ist übrigens unser Podcast. Ja. Ein Cross-Promotion hier an der Stelle. Ich würde auch wirklich gerne mal Erdbeerkäse verkosten. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal das hier, aber aus Zeitgründen bin ich nicht. Hab's noch nie gegessen, wirklich. Das ist auch nicht erstrebenswert irgendwie, ne? Aber eigentlich finde ich das total, also es ist peinlich. Aber dass wir es nicht gegessen haben. Ja, ja. Also, ja, dass ich es noch nicht probiert habe und einen Podcast habe, der so heißt, lächerlich. Das ist unauthentisch. Das stimmt. Oh, das riecht nicht gut, ey. Also, ey, das wäre wirklich, man sagt das immer so, ja, Geruchsfernsehen, bla bla bla. Aber bei dem Format jetzt hier würde sich das super anbieten, weil der Geruch ist super wichtig. Findest du, also ich höre jetzt zwischen den Zeilen raus, dass du ihn nicht angenehm findest. Nee. Hier, riech mal dran. Also riech mal hier dran. Ich habe jetzt derlei Klage nicht zu vermelden. Nö, deine riecht gut. Die ja, das riecht anders. Hm. Okay, also da würde ich jetzt auch sagen, wenn es jetzt nicht völlig unterschiedlich schmeckt, dann ist das sehr bizarr. Also die riecht halt wirklich wie so ein ganz schlechtes asiatisches Restaurant, wo du reingehst und direkt denkst so, boah, Alter, okay, nee, lieber nicht. Das riecht ein bisschen wie so eine Kindheitserinnerung. China-Böller. Okay. Ohne Witz. China-Böller? So Schwarzpulver. Okay. Ein ganz bisschen, ich weiß nicht, hast du den Geruch von Schwarzpulver? Du hast einen Böller gerade noch weggeworfen, bevor dir die Hand zerfetzt wird. Ja, hast du solche Erinnerungen? Bin ich leider kein Experte, da musst du Dennis Richtarski mal fragen. Ja, ich war nie der Böller-Fan. Schwarzpulver ist da drin. Ja, also auch schon lange nicht mehr, aber als Kind. Irgendwie gucken, was man explodieren lassen kann. Aber was erzähle ich? Böller waren früher auch was anderes. Das ist nämlich auch schlimm. Früher waren die Böller lauter und intensiver. Das liegt nicht daran, dass wir Kinder waren.
Früher war die ganze Dynamitstange war mit Schwarzpulver. Ja, ich hasse Böller. Heute ist das einfach nur so ein kleines Pippi-Ding und der Rest ist Hohlrohr. Das ist. Ja. Nein, ich finde es auch das Langweiligste, was es gibt mittlerweile. Aber man war ja auch mal jung, man war auch mal Kind. Ich bin da wirklich echt lame in der Beziehung. Ja. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Du hast Chicken, ich habe Beef. Also meins riecht durchaus ansprechend. Oh, die ist schön scharf. Das finde ich geil. Oh, die ist überraschend scharf. Das ist auch wieder. Oh, die ist auch ganz schön scharf. Dafür, dass die so ist, wie es drauf. Also, dass du sie so gemacht hast, wie sie sein soll. Ist deine auch scharf? Ich habe jetzt gerade erstmal die Nudeln, herrlich, geil. Nudeln probiert. Classic. Warum? Alles gut, so kühlt sie schneller ab. Och Mann, es tut mir leid. Alles auf die Geschenke gekippt. Ja. Oh, fuck, es tut mir leid. Oh, liebe, lieber Sebastian, liebe Mandy. Also ach, die einen Geschenke sind noch verpackt und die anderen kann man waschen, also von daher. Es ist doch jetzt hier echt wie Hauptbahnhof Samstag, 2 Uhr nachts. Wer war vor mir da? Das, was da so rumliegt. Boah, Digga. Scheiße. Oh Mann. Es tut mir leid. Nee, der Laptop ist in Ordnung. Der hat nicht viel abbekommen. Danke, Chat, für eure Sorge. Och Mann. Ey. Gut. Ich versuche hier mich an nee, mach sag mal, Schadensbegrenzung. Erzähl ja, du mal. Richtig. Nee, du machst mal Entertainment schnell. Ich muss hier noch mit dieser Suppe klarkommen. Probier jetzt mal einmal die Nudeln. Komm, ich verfrachte noch ein paar in den Cup. Das ist ein bisschen appetitlicher. Auch noch. Alter, das ist. Das ist doch scheiße. Wo ist die Werbung, wenn wir sie brauchen? Na, das ist leider echt nicht mein Fall hier. Also, Florian, es tut mir leid irgendwie. Es ist leider nicht mein Geschmack. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du die feierst, aber. Es ist nicht meins, leider. Also du meinst, das, was du nasal befürchtet hast, setzt sich fort? Ja, leider ja. Okay. Und die Nudeln sind leider auch nicht so geil. Okay. Man sollte sie 3 Minuten hier drin lassen, laut Anleitung. Das habe ich jetzt getan. Ja. Aber also ich möchte sagen, dass die Beef-Variante mir aber ganz gut schmeckt. Also die ist scharf. Willst du mal kosten? Komm, ja. Ich gebe dir mal rüber hier in die Schleuse. Aber ich muss deine auch kosten. Weil ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Hersteller und nur der Geschmack soll es das hat auch was Eigenes. Ich mag die Schärfe, ich mag sie auch gerne scharf. Und danke dir. Ach so. Das ja, ist der Dry-Rahmen, ne? Ich werde es auch gleich vom Tisch essen können. Jetzt ist natürlich keine Brühe mehr drin. Aber gut. Ich weiß nicht, ob die auch scharf ist. Das kann ich ganz schlecht sagen gerade. Ach ja. Du hast recht. Die schmeckt deutlich besser, finde ich. Die Schärfe aber ist geil, ja. Das ist genau richtig. Ja, die ist auch ein bisschen langweilig einfach, ne? Hier ist nicht so viel Abenteuer im Geschmack. Das ist wieder so ein bisschen eindimensional, möchte ich fast sagen. Nee, und auch das Glutamat ist sehr, sehr vordergründig. Ja. Also es schmeckt wirklich sehr krass nach. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, dass es mir besser schmeckt als immer noch als der erste Proband. Ja, dieser absoluten Willkommen im Land der Langeweile. Seine Einwohner, du kommst ja auch nicht mehr weg. Ja, da bin ich anderer Meinung. Ja? Okay, gut. Das ist aber auch diese Schärfe von dem Beef noch, die mir jetzt noch mal in die Nase geschossen ist bei diesem Unfall. Ich muss nur mal kurz einmal. Tim, ich würde sagen, ich gehe mal zur Tafel und vielleicht kannst du mal direkt weitere Probanden raus. Also wirklich diese hier, ne? Das ist so ein himmelweiter Unterschied vom Geschmack. Was ist jetzt die? Diese grüne da, die wir da hatten. Ich hab die zwischendurch immer mal so als Vergleich nochmal, weil ich einfach nicht fassen kann, wie die schmeckt. Die ist echt krass. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich das total geil finde. Oder. Also ich würde sie mir nicht kaufen. Nee, kaufen würde ich mir, glaube ich, auch nicht, weil sie mir zu extrem, zu speziell ist so. Aber, und wie so in diesem Taubheitsgefühl in der Zunge. Aber ich glaube, das ist so echt für die super, für den ganz besonderen Tag, wo man sagt, ich möchte heute was erleben, was ich noch nie erlebt habe. Heute bin ich mal frech und draufgängerisch. Dann könnte das sein, was ihr in euren Einkaufswagen legen solltet. So, hier sieht es auch schon wieder fast gut aus. Die Topflappen sind auch nur ein ganz bisschen mit Brühe vollgesogen. Was ja auch ganz angenehm sein kann. Gut,
Ich gehe mal zur Tafel und würde sagen, jetzt ist der Moment gekommen. Hier müssen wir jetzt mal die Hose runterlassen, im übertragenen Sinne. Und wir machen das jetzt so, liebe Leute, weil es damit nicht zu kompliziert wird. Die Nummern schreiben wir auf und wir werden es bestimmt auf die eine oder andere Möglichkeit hinkriegen, die Nummern mit dem, was wir hier auf den Zetteln haben, falls ihr die kaufen wollt oder auch nicht kaufen wollt oder euch dafür interessiert, das zu verbinden, sei es in der Videobeschreibung oder auf anderen Wegen. Sonst wird das aber hier einfach zu langatmig und kompliziert. Also, das erste, was wir hatten, war die Nummer 7. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier nur Nummern schreiben kann. Aber du erinnerst dich noch. Ja, ja, klar. Das nächste war die Nummer 13. Das ist richtig. So, den Preis lassen wir, tragen wir vielleicht noch nach, aber das ist jetzt erstmal gar nicht so relevant. Also die 7 fand ich super dröge. Wir haben uns übrigens hier geeinigt, oder standardmäßig machen wir das 1 bis 10er System. Du schwitzt ja richtig. Ja, ja, normal. Krass. Ja, ja. Ja, reagierst du krass. Sehr stark auf Schärfe auch so, oder? Ja, und auf Hitze auch. Ja. Gut, dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Also ich würde ich fand die wirklich enttäuschend. Also da kann ich jetzt, ich habe jetzt 4 gegessen, das war nicht mit Abstand das dröckste Erlebnis. Da kann ich einfach nur eine 3 geben. Weil es einfach enttäuschend ist, ist nicht scheiße im Sinne von kannst du nicht essen, aber wenn du es nicht essen musst, würde ich es nicht essen. Da gebe ich eine 3. Ja, ich bin da bei einer 5. Eine 5. Dann hatten wir die 13, das ganz Spezielle. Hier gebe ich die 5, weil ich absolut gutieren möchte, was wir für ein spezielles kulinarisches Erlebnis hatten, wenn es auch nicht meinen persönlichen Geschmack ganz getroffen hat. Aber im Zweifelsfall würde ich lieber den Großbottich nehmen als die Nummer 3. Deswegen gebe ich hier eine 5. Hast du auch etwas für dich schon herausgefunden? Ah. Es spielt Preis eine Rolle? Wenn es für dich eine Rolle spielt, ja. Ansonsten muss es das nicht. Boah, das ist schwierig, weil naja, doch, das muss schon best. Doch, ich gebe da eine 6. Eine 6. Weil das ist schon natürlich besser als diese Standardbrühe. Mhm. Ich würde mir die, wie gesagt, auch jetzt nicht unbedingt kaufen. Aber man muss einfach wertschätzen, was da alles drin ist. Und auch dieses Geschmackserlebnis, was natürlich ein viel, viel besondereres ist als bei dem anderen. Mhm. Das muss man schon, finde ich, wertschätzen auch. Das finde ich absolut legitim. Mit so einer Begründung ranzugehen. Ich schreibe mal hier dazu. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn ihr die mal irgendwo seht, dann kauft euch die mal. Mhm. Mal so, vielleicht ist es der geilste Geschmack, den ihr jemals hattet. Und es ist auf jeden Fall nicht der Geschmack, den ihr sonst immer habt. Und das ist ja, ja auch schon mal was Gutes. Absolut. Also ich glaube, da können wir uns beide die Hand reichen bei der Beurteilung. So, jetzt kommen die beiden anderen, die können wir auch noch schnell wegfrühstücken. Chicken. Chicken hat mir auf jeden Fall auch besser geschmeckt als die Nummer 7 vom Anfang. Nicht überragend, aber hier würde ich die Variante der 5 geben. Man nennt sie 5, aber das ist die 5 in derselben Sportart. Die 5 darüber ist sozusagen eine andere Sportart, die man selber nicht gut kann, aber die man durchaus gutieren kann, wenn das jetzt irgendwie nachvollziehbar war. Aber der Beef, den fand ich richtig gut. Also in der Relation zur Erwartung, hier zücke ich die 8. Okay. Nee, also beim Beef bin ich auch bei einer 6. Oh. Und bei dem Chicken-Ding bin ich nur bei einer 3. Das war leider nichts. Alles klar. Gut. So, und jetzt möchte ich dich einmal hier ran sniffen lassen. Moment, war das alles? Das sind jetzt 2 neue Sniffer. Hm. Das ist schon hart, ne? Ja. Das ist hart. Was ist das denn? Ist das eine Beilage? Das ist Sprühe. Und das ist, glaube ich, dieselbe sogar. Verdammt. Die riecht aber nicht ganz, aber das hat wirklich so ein bisschen, ich bin Aquariumbesitzer und so riecht's bei mir in der Wohnung, ne? So das Futter, was immer offen steht. Und was ist das denn? Darf ich einmal hier noch dem Zuschauer hier mal diese Schüssel präsentieren? Wir sind jetzt hier, das ist die, die 2. Ja. Und zwar Toyo Suisan Maruchan Akai Kitsune. Ist das eine koreanische Popband und du hast die Mitglieder aufgezählt? Toyo Suisan Maruchan, rote Schale. Ach nee, warte mal. Doch. Rote Schale ist das hier. Achso. Und das ist, sag mal kurz, welche Nummer das ist, bitte, die beiden? Die 2 und die 3. Das ist die 2, das ist die rote Schale. Das ist Toyo Suisan Maruchan Akai Katsune. Das ist Toyo Suisan Maruchan Midori Nutanuki. Mhm. Ist Tanuki, heißt Tanuki nicht Waschbär oder sowas? Weiß es nicht. Guck mal parallel in den Jennifer Maros. So, das hier sind Buchweizennudeln in der grünen Schale mit Tempura. Da ist dieses komische Pizza. Das ist auch so eine, ja, aber wie soll man das denn essen? Soll man das da reintun oder ist das ein Knabbersnack? Ja, ich glaube, das wird da so reingetun. Ein bisschen wie so ein Dumpling oder so in der Suppe. Oder. Ach so, der schwimmt dann, ja. Okay. Und hier ist auch eine Einlage. Hier ist frittierter Tofu drin. Ja.
Also das ist schon speziell, aber bevor ihr sagt, alles klar, günstiger aß ich nie gut, möchte ich daran erinnern, so eine Schatulle, so ein Bottich, kostet auch 3,79 Euro. Das ist schön. Die Radieschen, die gefriertrocknete Radieschen, ja, das sind die wahrscheinlich Radieschen mit Wasser drin, gut sieht man aufgehen. Das? Ein kleines Mini-Radieschen. Das kommt ganz gut rüber. Ich würde sagen, das ist sehr interessant und exotisch. Lass es uns aufgießen mit Wasser. Und dann machen wir erstmal eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Versuche ein bisschen hier Kultiviertheit wieder ins Studio zu bringen, indem wir ein bisschen putzen. Und dann schauen wir doch gleich mal, was man in diesen Geschmacksvarianten und mit diesem üppigen Beilagenbouquet für 3,79 Euro so erwarten kann. Also, kurze Pause, gleich sind wir wieder da. Da sind wir wieder. Willkommen zurück zum zweiten Teil des großen Instant-Rahmentests mit Tim und meiner Wenigkeit. Wir haben uns ein bisschen abgeschwitzt hier im Studio und haben kochendes Wasser, mit dem wir jetzt die nächste Edelheimer-Variante hier übergießen. Denn die Nummern 2 und 3 sind eben zwei Sachen, wo du von außen sieht es einfach nur aus wie eine grüne Schatulle. Und was ist drin? Das ist wie ein Zauberkasten. Also, ich gebe dir mal die Tempura-Version. Getrocknete Radieschen. Ach, ein halber Hafen wurde versenkt. Das, was überhaupt nicht nötig ist, weil ein Hafen sowieso halb versenkt ist. Also, das muss auf jeden Fall eine Fischbrühe sein. Da kommt der Fischgeruch wirklich krass durch. Also, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, bei Fisch bin ich ja mal ein bisschen vorsichtig. Nebenbei würde ich schon mal hier die 5 aufgießen. Ja, gerne. Die 5 ist Takumi Ramen Nissin. Ja. Nissin ist doch so ein Hersteller, den kennt man ja auch bei uns. Ja, Nissin ist vor allem der Hersteller, der das ganze, den ganzen Shit erfunden hat. Ist das so? Also das sind wirklich die ersten, die Instant-Ramen hergestellt haben. Irgendwann in den 60ern oder so. Und bis heute mit die größten Hersteller davon. Und die, hier steht doch gar nicht Nissin drauf. Vielleicht, wenn du die 5 lüftest, vielleicht ist da oben. Ach doch, Nissin Foods hier unten steht's. Aber im Vergleich zu denen, die man von uns kennt, wo ja dick und fett Nissin draufsteht, sehr versteckt. Ja, ja, das sind diese Nissin-Cup-Nudeln, die es wirklich seit tausenden von Jahren in jedem Supermarkt gibt. Wenn man hier mal reinguckt, was ich richtig geil finde, da ist Naruto drin. Naruto, wie ja wahrscheinlich alle Anime-Fans wissen, nicht nur ein geiler Ninja aus dem Dorf Konoha, sondern auch eine Bezeichnung für ein Fischküchlein. Was du hier siehst, diese kleinen Spiraldinger. Ja, was ist denn das für ein Fisch? Das ist ein, so ein aus Fisch, ach so, ich weiß, so hergestellter Fischkuchen, nennt man Sachen. Ah. Und die, diese Form kommt, glaube ich, von so einer Meeresströmung oder irgendwie sowas. Also, genau. Wenn fischige Trockenwirbel in so einer. Also. Aber klassisches Rahmentopping. Ja, ist das so? Ja. Fischstrudel? Okay. Wie lange sollten die hier noch mal. Muss man das da rein? Das sieht echt aus wie so eine Pizza mit Pesto drauf, die da einfach. Ich meine, als Knapperzeug. Ich bin nicht sicher, ob man. Naruto gleich Fischkuchen. Mhm. Ja, man soll das jetzt eigentlich abdecken und so. 5 Minuten ziehen lassen. 5 Minuten ziehen lassen, ja, ja. Der Wirbel heißt auf Japanisch Uzumaki. Uzumaki oder heißt das Naruto? Nee, hier steht Uzumaki. Und Fischkuchen heißt Naruto. Ach, der Wirbel heißt Uzumaki, ja. Ja, genau. Ja. Also ist das ein wirbeliger Fischkuchen, ist der Name dann frei übersetzt. Genau. Und was? Naruto ist ja auch riesen Ramen-Fan, der frisst ja immer, aber Miso-Ramen isst der immer. Was war nochmal Miso-Ramen? Was waren die Miso alten ist Dinge? Fermentierte Sojapaste. Ah ja. Das ist so eine, wie so eine Basis, also du kannst damit so Sachen würzen, wie gesagt, eine Brühe machen. Ja. Ist eigentlich schon sehr lecker. Kann man ein geiles Dressing machen, wenn man zum Beispiel Miso-Paste mit Sojasauce so ein bisschen mischt und dann kann man damit so zum Beispiel Fleisch einlegen oder sowas. Oder auch Gemüse. So. Ja, komm. Let's do it. Die Nudeln sind nämlich schon langsam hier. Die sind schon durch, die Nudeln. Das ist ein Styroporbecher. Da kann man gut von außen anfassen. Aber ich glaube, es ist so ganz, ganz was Schlimmes. Ne? Boah. Boah, die Brühe schmeckt hammergeil. Okay, ah. Oh, dieses Radieschen, diese Radieschen-Dinger sind, glaube ich, auch Fischkuchen. Gut, dann müssen wir gemeinsam durch. Ich bin bei Fisch immer so ein bisschen ängstlich, das gebe ich ganz offen zu. Ich bin nicht der größte Fischfreund auf diesem Planeten. Also mit ihnen schwimmen jederzeit, es sei denn, sie töten mich, aber so als auf dem Tisch. Du hast übrigens. Du hast Doch, du hast Buchweizennudeln. Ich habe Weizennudeln. Ja. Also Soba heißt es, glaube ich, die Buchweizennudeln.
Die Brühe schmeckt hier auch ein bisschen wie. Leider habe ich sie. Wie eine Brühe, die ich schon mal gegessen habe, aber. Warte mal. Muss ich noch mal kurz gucken. Ach so. War gerade so ein kurzer Geschmacks. So ein Comeback, sag ich mal. Was mich ein bisschen erinnert hat, vielleicht an diese hier. Also vielleicht. Warte mal, bevor ich jetzt hier. So, jetzt machen wir das aber ganz langsam hier. Hm? Ich gebe dir mal hier noch ein bisschen was ab. Ja. Das schmeckt ein bisschen wie eine. Also es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, welche Gewürzbasis das ist, aber ich schmecke irgendwas hier in deutlich reduzierterer Form raus. In deutlich reduzierterer Form, was hier so super krass drin war. Bei unserem Super Special Advanced Bottich. Du hast dich an die Füllmengen gehalten, ne? Ja, ha. Ja, ich wollte noch mal gefragt haben. Das ist eine Scheißgabel. Wenn du einmal nach rechts umrührst, beziehungsweise gegen die, also den Druck ungünstig verteilst auf die Gabel, ist sie mir schon umgeknickt. Also ich muss schon mal sagen, ich finde die sehr, sehr geil. Die schmeckt wirklich, wirklich gut. Schmeckt richtig nach Fisch. Die Brühe ist für mich absolutes Highlight, weil die schmeckt wirklich fast wie eine echte Brühe. Gibst du mir bitte, ah ne, ich gebe hier auch ein bisschen was von der hier. Also natürlich so ein bisschen dieses Überwürzte, was man halt so kennt von den Instant Ramen, die sind ja immer ein bisschen zu kräftig. Ich glaube, das Problem wirst du hier wahrscheinlich nicht haben. Deswegen hatte ich ja auch die Frage einmal vorsichtig in den Raum geworfen. Möglicherweise. Boah. Technischer Fehler. Ist. Der frittierte Tofu ist richtig geil süß. Außen wie so schwammig, also so schön. Der saugt sich richtig schön voll mit der Brühe. Würzig, nicht so lapsch, wenn man das oft von Tofu kennt, ja, dass die so eigentlich nach nichts schmecken. Und dann gibt es hier noch so kleine gelbe Dinger drin. Da ist die Frage, ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein bisschen unseriös gelb auch. Ei? Ich glaube, das ist Ei. Ja, das ist doch nicht unseriös. So, pass mal auf, ich gebe dir auch einmal hier von der, vom Grün, rüber. Super geil. Zack. Super geil. So, jetzt bin ich gespannt. Also, das heißt, das habe ich schon gehabt. Die Nudeln, ja, das ist ja alles so ein bisschen. Das ist überhaupt nicht überwürzt. Das ist relativ harmlos. Hat einen eigenen Geschmack. Jetzt traue ich mich mal an das Fischradieschen ran. Oh, super geil. Das ist echt. Das ist geschmacklos. Was das Gewürzradieschen. Der Fisch. Ja. Die Scheibe. Das ist so ein bisschen was fancy stuff. Aber ob man dir jetzt ein Stück Dachpappe oder ein Stück Fisch reingemogelt hat, würde ich jetzt sagen, für mich nicht zu erschmecken. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese Pizza, die ist nämlich gut durchgesogen mittlerweile. Wie die jetzt eigentlich mit einspielt. Ja, so ein bisschen teigig, brotig. Ja. Mhm. Meinst du, man muss sie. Aber schockt nicht so. Diese Tempura-Geschichte da erstmal in dieser getrockneten Form und dann auch hier so in die Suppe geschmissen, finde ich nicht so geil. Der Tofu ist deutlich besser, finde ich, in der Brühe. Mhm. Also es macht mich jetzt auch nicht so wahnsinnig an, aber ist okay. Nicht 3,79 Euro geil, aber die Buchweizennudeln finde ich leider ein bisschen seifig. Ja, da ist irgendwas. Du meinst so beim Kontakt mit der Zunge, dass sie so ein bisschen flutschig-flatschig-mäßig sind. So. Auch geschmacklich, finde ich. Da kommt so ein leichter Seifen-Style durch. Und nicht dieser Koriander-Seifen-Geschmack, sondern schon eher so ein etwas chemischerer. Mhm. Aber sie haben auch so eine leichte, pelzige Glubschigkeit auf der Zunge. Die schlängeln sich da so ganz schnell weg, so als ob da immer noch so eine schleimige Zwischenschicht ist. Die Sicherheitsabstand zwischen Zungenknospen und Teigmantel irgendwie so. Schwer greifbar. Die flutschen die halt so weg. Wenn die härter wären, wären das so typisch Graupen, die immer so wegflutschen. Im Mund, wenn ihr das kennt. Flutschgraupen, ja. Ah. Jetzt bin ich gespannt, was du hattest. Das war ja die Alternative, beziehungsweise die rote. Also, ich finde die super geil. Ich probiere erstmal die Brühe so. Ja, gut, für Fisch, ja. Wenn du nicht Fisch magst. Puh, das ist aber schon viel Aquarium dabei, ne? Also, doch. Boah. Aber das schmeckt echt, weißt du?
Ja, das stimmt. Witziger, also ja, ja, also. Aber man muss halt wirklich sagen, ich schwimme nicht nur gern im Meer. Die Nudeln sind cool. Boah, das schmeckt wie so eine richtig geile. Oder beziehungsweise es schmeckt wie eine Paella, eine richtig geile frische Paella riecht. So, da kommt so diese Meeresfrüchte so ein bisschen durch, das schmeckt so ein bisschen nach Muschel, so ein bisschen Schalentiere, sowas ein bisschen. Ja, das ist, glaube ich, da zählt so gerade was auf, wo ich nicht direkt sagen würde, ich nehme die doppelte Portion. Ja. Das ist halt einfach so eine Geschmacksfrage aber auch. Aber ich finde es krass, wie. Was ist denn das für ein Schwamm? Warte mal. Was ist das für ein krasser Schwamm? Der saugt sich ja nicht komplett fest. Ich habe gedacht, das würde mir jetzt so quasi widerstandslos ein wegreißen. Aber das ist wirklich wie so, als ob du auf dem Schwamm beißt. Der aber zum Essen geeignet ist. Huch. Okay, den Schwamm finde ich irgendwie sehr interessant. Ich bin aber noch nicht entschlossen, ob das. Findest du nicht lecker? Also, der ist so ganz bizarr von der. Weißt du, wie er sich beißt? Ein bisschen wie so ein Eierkuchen, der aber. Ja, frittiert halt, ne? Der halt zäh. Ja, 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 das ist es. Der ist halt. Der hat seine Konsistenz mit ins Grab genommen, sozusagen. Ja, ja, also. Entschuldigung fürs Aufstoßen, aber. Das lässt sich nicht vermeiden. Das waren jetzt die Nummer 2 und 3. 2 war rot. 2 ist die rote Schale. 3 ist die grüne Schale. Das Schlimme daran ist, ich hätte. Scheiße. Ich bin so jemand, wenn ich nicht weiß, was drin ist, so. Ich bin grundsätzlich von rot eher fühle ich mich angesprochen als von grün. Kennst du das? Also, ich mag auch grundsätzlich, ich mag lieber rote Früchte zum Beispiel. Und generell so rot ist dann meistens ein bisschen hot. Grün ist dann auch gerne ja, mal. Ja, auch ganz krass bei zum Beispiel Wassereis oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Waldmeister oder ja. Himbeere. Nee, ich nehme lieber das Rote. Ja. Ja, oder Slushy. Ja, und deswegen finde ich es verwunderlich, weil ich bin froh, dass ich jetzt weiß, dass rot das ist, was nicht so meins ist. 2 war rot, ne? Ja. Also ich sag mal Hafen. Und 3 war grün. Und ich kann hier nicht anders, die waren beide 3,79 €, ne? Die waren sehr kostspielig. Mhm. Wo aber wahrscheinlich auch direkt die Verpackung ihren Teil dazu beigetragen hat. Also, der Hafen, ich würdige alles, was da zusammenkommt und auch die Ingenieurskunst der Zubereiter, beziehungsweise der Ingenieure, die da das Ganze zusammengemauschelt haben. Das ist cool, auch dass das so mit so einem leichten Kauteppich dabei, also dass einfach viel drin ist. Mhm. Aber ich persönlich habe damit echt ein Problem, weil mir ist es zu fischig. Deswegen dürft ihr gerne, wenn ihr kein Problem habt mit dieser Hafenromantik im Mund, dann könnt ihr dem auch gerne beliebige Punkte aufaddieren. Ich muss hier leider zu einer 4 gehen, aber okay. Das ist sehr, sehr persönlich. Und bei dir? Bei mir ist das eine 9. Eine 9, ja. Alles klar. Dann, wie gesagt. Also es ist ungefähr as good as it gets, würde ich sagen, weil. Ja, also da habe ich kaum was dran auszusetzen. Okay. Schmeckt super gut. Auch der Tofu fand ich sehr, sehr nice. Also mir hat das Grün dann im Verhältnis deutlich besser geschmeckt, aber auch nicht überragend. Hier gebe ich mal eine 6. Was würdest du dem Grün geben? Ich glaube, da wirst du eher runtergehen, wie ich dich eben verstanden habe. Ja, das Grüne würde ich jetzt mal sagen, das ist eine 6. Eine 6 auch, okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie das hier weitergeht, das Ganze. Denn wir haben jetzt. Das war die 3. Das ist die 2. Ich hab mich hier schon voll eingeladen. Ach, das ist jetzt hier den Nissin, The Ramen Masters. Ja, wobei das ist die 5, glaube ich. Ja. Und das ist hier die 28. Wir haben die nämlich zweimal bekommen. Das ist die Special. Da komme ich Miso Ramen. Das ist die, die du hast. Oder steht bei dir auch Special Miso Ramen drauf vorne? Nee, bei mir steht. Sag mal kurz. Doch, hier steht auch Special. Ist das, echt? Ist das genau die gleiche? Ich glaube ja. Das ist ja, okay. Super. Gut. Dann haben wir jetzt. Ich hab sie jetzt hier viermal, lol. Aber gut, egal. Okay, das bedeutet aber, dass die Nissin Ramen Masters Takumi Special Miso Ramen, die hat uns Kim von Fast Hero 60s geschickt. Grüße gehen selbstverständlich raus. Vielen, vielen Dank. Und wenn dir jemand nur ein Produkt schickt, ja. Dann hat er einen riesigen Beipackzettel mit Selbstvertrauen. Mit ins Paket gelegt. Mhm. Und die Erwartung ist natürlich jetzt gigantisch, Kim. Und wir werden sehen. Das ist jetzt hier halt Miso-Rahmen. Das war Miso-Rahmen, stopp, war für Soja. Ja.
So. Da wirst du also direkt jetzt diesen Miso-Geschmack, der auch sehr gut durchkommt, finde ich. So ein bisschen süß-sauer. Schmeckt ein bisschen eher nach Gemüsebrühe. Bisschen algig. So schmeckt das, finde ich. Sehr schön auch die Farbe von der Brühe, wenn man das hier, ich weiß nicht, sieht man das? Kann man das irgendwie sehen? Na. Ich bin sehr so auf dieses algige Geschmack. Hier so. Ich höre schon, das algige. Sag mal, ich mach's mal hier auf einen Löffel. Ja, doch, das ist das gleiche Produkt. Hier, sehr schön trüb, ein bisschen hellbraun. Aber auch sehr sanft. Ja. Sanft, also, genau. Ja. Aber auch hier wieder, ich bin sehr froh, dass den Probanden, den wir zuerst hatten, diesen Leutnant Langweilig, dass wir den zuerst hatten. Weil ich finde wirklich, alles, was wir danach hatten, lässt sich davon so gut ein bisschen absplitten. So nach dem Motto, ist ähnlich reduziert und einfach, schmeckt aber irgendwie ein bisschen spektakulärer oder raffinierter. Das schmeckt wie die. Ich muss mal kurz einmal was holen. Wie die deutlich leckerere Variante. Könnte ich mich noch nicht alles wegessen. Hast du die nicht auch schon? Doch, aber ich will es noch. Ach, du hast jetzt noch was. Wir machen da jetzt. Okay, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier fehlt mir irgendwie so ein bisschen was, so ein Kicker. Genau, weil nämlich Miso-Brühe oftmals eigentlich ja als Spicy-Miso gegessen wird. Also das heißt mit so Chiliöl. Mhm. Und ich habe hier Chiliöl mitgebracht. Ah, geil. Jetzt bin ich gespannt. Und ich bin echt gespannt, ob das so ein bisschen kickt. Genau. Weil es schmeckt, ich finde, das schmeckt harmlos und es schmeckt auch nicht schlecht. Ich finde vor allem die Nudeln gut. Ich finde, die Nudeln haben einen schönen, so diesen schönen Bissfest. Ist okay, ja. Also, weißt du, was mir nicht so schmeckt? Ne. Ist die Gemüseeinlage. Aber dachte, die ist ja auch wirklich nur so für die Optik da, oder? Ja, aber die hat so ein bisschen so einen Geschmack. Kennst du das am Bahnhof, diese Automaten, wo man diese komischen Knorr-Süppchen sich so einem kleinen Becherchen holen kann? Ah, die hatten wir früher auch in der Schule, ja, ja, ja. So, daran erinnert mich das. Ja, das ist, ich verstehe schon, das waren nicht unbedingt die aufregendsten Tage, kulinarisch. Diese Gabel ist übrigens nicht zum Umrühren geeignet und deswegen werde ich sie jetzt auch wegtun. Soll sie auch nicht sein, deswegen möchte ich sie jetzt nicht für etwas, das möchte ich sie jetzt auch nicht für irgendwas verurteilen, wofür sie nie gemacht wurde. Nom, 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 nom. Jetzt bin ich aber wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Oh, das ist schon viel geiler. Puh, ich habe gerade das war die Gabel, die im Fisch war. Ja. Also das, puh, es wird nicht besser, je kälter. Ah, das mit dem Chiliöl ist schon geiler. Ja. Das ist auch wieder so die Schärfe auf den zweiten Biss. Aber angenehm. Die kommt einfach so nachgepuschelt, ne? Das ist wie so ein Feuerwerk, wo du denkst, ist vorbei und der Himmel ist dunkel und dann kommt diese letzte große Bombe noch. Das ist eigentlich das Schöne da. Boah, geil. Ja, es macht auf jeden Fall, es wertet diese Suppe auf. Ist ein bisschen schwierig, das jetzt. Also, ich muss wirklich sagen, ohne das Chili-Oil hat mir was gefehlt. Ja. Und das ist jetzt das ist jetzt dazugekommen. Also, ich würde auch sagen, I was built for pimping. Also, ich weiß, es hat vielleicht noch nie jemand so gesagt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ach so, I was built for. Ah, okay. Verstehe. I was built for pimping, ja. Ja, genau. Also, das sagt die Suppe. Ja, ja, ich hatte gerade noch irgendwas anderes damit assoziiert, aber du meinst damit, dass man die aufwertet. Genau. Ja. Die bewusst sagt: Warnung, wenn sie enttäuscht sind, sind sie selber schuld, weil sie nicht gepimpt haben. Ja. Aber andererseits ist da natürlich die Diskussion im Raum: Ja, aber Moment, warum habt ihr mir denn das Pimp-Set nicht gleich beigelegt oder so? Genau. Oder Empfehlungen darauf gemacht, noch leckerer mit Produkten, die sie extra kaufen können oder die wir ihnen gratis anbieten, auf Wunsch. Deswegen fand ich es jetzt nicht so spektakulär. Es sind auch wieder die kleinen Naruto Uzumaki, also die, wir wissen alle, das sind Fischkuchen und Wirbel, also gewirbelte Fischkuchen, sind drin. Aber das ist ein bisschen Sapporo-Ramen Takumi. Also die kommen irgendwo tatsächlich auch aus Sapporo. Oh, lecker. Ja. Ja, aber jetzt bin ich auch, da bin ich bei dir, ohne das Chili-Gewürz sind sie okay, aber auch so ein bisschen eben langweilig und sie sagen, pimp mich. Ja. Und deswegen in Relation zur, aber trotzdem, die Basis ist deutlich leckerer als die,
die erste Variante, die wir hatten. Also nochmal, das sind die Nummern 25. Nee. Ja, 5 und 28 sind dieselben. 5 und 28 sind dieselben. Alles klar. 5 und 28. Das müssen wir jetzt noch. Das müssen wir jetzt. Kannst du mir einmal einen Preis sagen, bitte? Dann von 5 oder ja. 28? 2 Euro. Also 1,99 wahrscheinlich, ne? Ja, hier oben steht 2 Euro und okay. 1,99 kannst du aussuchen. Das ist auch egal. Gut, ich gebe denen. Ja, komm, eine, ich gebe denen eine Goodwill 5. Ja. Was gibst du? Wir sind jetzt eine 5? Ja. Nee, eine 7, Alter. Eine 5? Ja, guck mal, ich habe den anderen eine 3 gegeben. Hast und du die dieser. Alter, fand ich diese. Hast du dieser Anfangssuppe? Ja. Eine 5 gegeben? Eine 3. Dieser. Nee, dieser einen Hühnchensuppe, wo ich eine 3 gegeben habe. Der habe ich. Ja, okay, vor dem Hintergrund ist es ein bisschen streitbar. Da gebe ich eine 6. Colin, ganz ehrlich, ey. Ja, gebe ich eine 6. Komm, ist okay. Grüße gehen raus an die Einsender nochmal. Vielen Dank, aber für mehr als 6 hat es nicht gereicht. Sätze, die ich manchmal gerne sage, manchmal weniger. Was haben wir denn jetzt als nächstes im Angebot? Jetzt haben wir hier die Nummer 25. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer von den Schafen. Aber sie ist pink. Bulldog Carbonara. 25. Carbonara. Bulldog Carbonara. Auch etwas, was ich schon einmal gegessen habe, in echt. Bulldog Carbonara, das klingt wie so ein 80er-Schlager auch. Bulldog Carbonara, für den Essensparer. Schmeckt nicht immer, immer lecker. Gibt am Tisch gerne Gemecker. Gemecker? Achso, ich dachte Klecker. Und Klecker. Was? Oh. Ja, das ist schön, das mag ich auch, das macht mich an. Aber das ballert man nicht. Ich kenne diese Soja-Dinger, sowas haben wir wahrscheinlich nicht dabei. Diese von diesen Sabo, Soba, diese schwarzen Cups, wo man Wasser rein, dann gießt man das Wasser ab und dann tut man erst die Würzdinger dazu, weißt du? Und dann verschmuggelt sich das dann so schön. So, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber so ähnlich wie ich sie gerade genannt habe, wird man sie wahrscheinlich nennen. Naja, das sind eher so, genau. Soba sind ja diese Buchweizennudeln. Das sieht aus wie eine professionelle Mahlzeit, fast so wie du es da hast. So. Ich werde jetzt mal hier versuchen, dass ja. Ist das nicht ein bisschen großzügig gewesen mit dem Wasser? Nee, es sind genau 500 Milliliter. Okay. Ich glaube, das wirkt nur so wegen der in diesem flachen Teller. Pack mal bitte die Cup ein bisschen weiter weg. Die Kamera kann nicht so schön einfangen, was du da wirklich Schönes vor dir hast. Das sieht nämlich irgendwie ich finde, das sieht irgendwie super interessant aus. Gibt's müsste jetzt eigentlich ein bisschen naja, so ein bisschen sahnig, so ein bisschen käsig vielleicht. Oh Gott. Gibst du mir mal die Packung bitte, denn das muss ich mir noch mal genauer anschauen, was wir da geschickt bekommen haben. Und vielleicht direkt noch eine zweite anmachen, würde ich sagen. Bulldog Carbonara. Also, puh. Hier, Cheese. Komm, das nehmen wir auch noch mal. Ist das auch Bulldog? Das ist, achso, das ist auch Bulldog, ja. Ja. Oder lieber eine andere. Nee, eine andere, ne? Ja, lieber eine andere. Ich glaube so, also weil wie gesagt, wir werden es eh nicht alles hinkriegen. Das ist doch cool. Hülle, ja, definitiv, das ist geil. Okay, was? Das hier ist die Verpackung. Also ich meine, ist klar, das ist aufregend. Ich glaube auch hierzulande würde man dem auch nicht so eine pinke Farbe geben, weil man damit irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie. Wie sollen wir das denn? 550 Kalorien hat der Spaß hier übrigens. Ey, kannst du mal bitte an dieser Packung riechen? An der Packung oder? Was ist das denn? Also, ja. Das hat ein bisschen was, also ein bisschen, ich sag jetzt mal, Rentner. Überspitzt. Ja, Fäkalromantik wollte ich sagen. Ja. Ne? Okay, das ist, vielleicht lag die irgendwie zwischen zwei anderen Sachen oder so, aber. Boah, puh. Das, okay, aber komm, wir sind jetzt Challenge accepted. Ja, ne? Ja. Vor allem, das ist auch eine schwere Packung. Ich frag mich gerade, wie man die denn zubereitet. Das ist die Nummer 16, was du hast. Das ist Yumei Instant Noodles Snail Style. Ach, Snail hier ist. Snail ist doch Schnecke, oder nicht? Ja. Okay. Jetzt hätte ich das nehmen können. Gut. Also, jetzt die Carbonara finde ich schon krass genug. Irgendwie hier echt, da oben sieht man es. So auf dem Ding. Das Stück Käse, was sich mit der Sahne oder so da zusammengetan hat. Ja?
Das, der Käsekeil und sowas Sahniges, Artiges, das würde ich jetzt so gar nicht erwarten. Aber umso gespannter bin ich, ob das Ganze vielleicht plötzlich total krass geil ist. Ey, das ist nicht für eine normale Schüssel. Das ist super viel. Du meinst das komplette Kochset, oder wie? Guck dir allein mal die Nudeln an, Alter. Ja, aber guck mal, wir haben eine große Schüssel da hinten stehen, also. Wo? Ah ja, hier. Das ist, wenn ihr glaubt, ihr kriegt uns damit klein. Das machen wir. Oh, ich hab aber echt, da hab ich aber schon Angst. 16 ist das, Nummer 16. Kostet 3,19 Euro, ist damit nicht der teuerste Proband auf der Liste, aber eben im höherpreisigen Segment unterwegs. Oh, haben wir Menma am Start, oder was? Was ist das? Ist das eine He-Man-Figur? Nee, das ist so, ich glaube, Bambus. So eingelegte Bambus-Dinger. Das wäre natürlich krass. Und was war da noch drin in dem Kuchen? Okay. Also wir haben hier noch Nudeln natürlich drin. So, Nudeln natürlich drin. Eher aussehen wie Reisnudeln. Mhm. Ja gut, wir sind ja Grenz- und Völkerverständigungstechnisch im übertragenen Sinne hier unterwegs. Also deswegen, da gibt es ja keine Denk- und Essverbote. Im Gegenteil. Ist doch, ich finde es total geil, hier eben zu spüren, was es außerhalb der Standards gibt, die ich kenne. Oh. Was für eine unglaubliche Welt sich hier auftut. Bitte wieder ist das den Schneckenpulver? Den Geruchstest machen. Boah. Das ist schon echt mies, ey. Ey, ich sag's dir ganz ehrlich. Das ist schon echt hart, ey. Ich bin Vater und muss mich entsprechend, weil mein Sohn in dem Alter ist, darum kümmern, dass die Windeln. Oh, nee. Was sind das denn? Ich hol's mal aus. Widerlich, Alter. Hier, das sind so Cracker. Also. Sind das die legendären Schneckencracker? Kann man da jemand. Oh. Kann der Chat mal eben helfen? Das sind die. Das waren die. Noch eine Tüte. Eine Tüte mit Essig. Okay. Auch richtig geil, gibt's auch manchmal in Ramen-Restaurants, dass du Essig zu deinen Ramen kriegst. Und das ist sehr unterschätzt, weil Essig ist richtig geil in Ramen. Also, das hier waren jetzt die. Nee, warte mal. Das, was ich hier immer noch so unangenehm vor mir habe und was mich an zu Hause erinnert. Yumai Instant Noodles Snail Style. Also die Snails. Die rosa. Okay, eins am anderen. Jetzt, ich komme hier nicht hinterher. Ich muss jetzt mal so ein Ding probieren hier. Erbsen. Komm hier rein noch. Dann haben wir hier noch einen Würz. Also, du musst jetzt mal so ein Ding hier probieren. Wie diesen Cracker? Ja. Glaub mir. Das ist der klassische Fall von. Die Nase signalisiert Angst. Du willst mir sagen, das schmeckt geil, oder was? Es schmeckt auf jeden Fall nicht so, wie du glaubst, dass es schmecken würde nach dem Geruch. Du bist echt mutig, ne? Ach. Niemals hätte ich das gegessen. Ah, komm. Oder? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, gib mir einen Nachschlag erstmal, aber das ist jetzt nicht so, so wie es gerochen hat. Schon gut, ja. Aber es ist auch so ein bisschen an den Fingern. Also, nee, nicht so. Gut, also, aber. Mir die Hände waschen nach dem. Nicht ge. Naja. Willst du mal hier einmal hier die Carbonara testen? Kannst du mir ein bisschen davon vielleicht Feuer reinschmeißen? Machst du das einmal schnell, weil ich bin gerade bei der anderen noch. Das ist jetzt die Carbonara-Sahne-Gelumpe. Ja, Carbonara, naja gut, Carbonara eigentlich ja nur bestehend aus Ei und Parmesan. Manche machen da Sahne rein, aber. Also du kennst das aber, ja? Diese Variante der Rahmen hast du schon mal gegessen? Ich habe schon mal Carbonara-Rahmen gegessen, ja. Das ist echt, aber das ist ja ein krasser. Bei hier in Hamburg bei Lesser Panda Ram. Da gab es das auch mal. War so semi-geil, fand ich. Es klingt auch ein bisschen sehr nach Geschmackssache einfach. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich wage mich jetzt an die Bulldog. Dinger, mach nochmal Captain Schnupperbär. Das riecht aber ganz gut, muss ich sagen. Das bin ich mal gespannt. Man sieht ja auch noch so ein bisschen schön diese kleinen roten Chili-Fettperlen, oder so nenne ich sie jetzt mal, die sich so ein bisschen absetzen, weil sie einfach nicht zusammenkommen wollen. Wie so zwei Pole, die vom selben Pol kommen. Sie stoßen sich ein wenig ab. Mhm. Ist scharf. Das ist wahrscheinlich das Chiliöl, was jetzt eben eine Zwangsheirat eingeht in meinem Mund. Es kommt so was leicht sahnig, rahmiges tatsächlich raus.
Ja, und man könnte wahrscheinlich auch sagen, das ist so ein ganz leichter käsiger Geschmack. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt auf euren, in euren Gruselbüchern. Also nicht so schlimm, sondern eher ganz interessant. Ist auf jeden Fall sehr scharf, finde ich irgendwie ganz geil. So, ja. Jetzt muss ich mal diese Nudeln checken, diese dicken Boys hier. Also das sind ja richtige. Hast du mir was abgeballert? Ja, ich habe dir nichts abgeballert. Ich habe dir die. Ich würde dir einfach die. Hier soll ich dir schon mal die Packung einmal von der großen geben. Hier, ich habe sie hier mal reingemacht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie. Wahrscheinlich nicht, aber. Naja. Weiß ich nicht, ob ich mich drauf freuen soll. Aber nimm dir mal bitte an der Schleuse das nochmal wieder zurück. Also, das ist jetzt das, was wir hier haben. Das ist das, was wir jetzt verkosten. Und bei der Brühe war ich gerade sehr angetan. Weil das einfach mal auch wieder ein ganz anderer Geschmack ist. Die Schärfe ist cool. Jetzt versuche ich das Ganze mal eben als Kombinat zu genießen. So, der Löffel hier, der ist safe, ne? Ja. Ja, ich habe ihn schon gegessen. Du hast? Nicht schon gegessen, gut. Hm? Hm. Wir müssen gleich mal nachkochen, glaube ich. Bin schon da. Oh! Scharf, ne? Oh. Alter, okay. Hm? Alter! Aber das nicht ist so scharf wie die, wie die Teufelslitze, die wir vorhin hatten. Oh, also ich habe gerade schon richtig guten Punch bekommen, ey. Sie ist scharf. Jetzt muss ich sagen, sie könnte für mich ein Hauch salziger sein. Ganz bisschen salziger. Da fehlt mir, also sie ist sehr scharf, aber scharf ist der dominierende Geschmackseindruck. Wie gesagt, dieses rahmig-käsige ist auch ganz angenehm. Aber die ist nicht schlecht. Die Nudeln sind geil. Ja, aber sie, ich glaube, wir hätten ein bisschen heißer übergossen werden müssen, meinst du nicht? Oder findest du die genau richtig von der Konsistenz? Ich finde, die haben jetzt noch Biss, also die sind, finde ich, geil. Mhm. Also, ist ja so, im Rahmenrestaurant kannst du ja angeben, wie die Nudeln sein sollen, wie fest. Und ich bin immer so jemand, ich will, dass die richtig Biss haben noch, also dass die sehr dann sind das deine, hart noch sind. Ja. Ich muss sagen, mir schmecken die ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen Salz vermisse ich, das ist aber nicht das Problem. Die finde ich nicht schlecht. Bin sehr positiv überrascht. Geil. Ne? Das geht schon zusammen, dieser Geschmack. Das ist nicht so wie, was soll die Scheiße denn, ne? Es ist so ein bisschen wie, ui, die Suppe war zu scharf, ein bisschen Milch reingemacht zum Abwaschen. Ja, genau, ja, ja. Stimmt, vielleicht ist auch genau der Kniff dabei. Also die gefällt mir sehr gut. Ist lecker. Ja, doch. So, das ist eine feine Angelegenheit. Die 25 war das. Die 25 bekommt entsprechend hier mal direkt. Danke nochmal, Claudia und Randy. Also, sie wurde auch mit scharf gewarnt. Übrigens, es gibt da die Abstufungen bei diesem Bulldog scharf, scharf oder eben sehr scharf. So, 25, die war echt nicht schlecht. Reis hätte ich mir auch merken können. Einfach mal zwei Zahlen merken. Spart einen Weg. 1,49 Euro ist auch relativ kostengünstig. Relativ. Boah, hier riecht's aber wirklich immer noch so, wenn du in so Asia-Shops gehst, da riecht es ja manchmal auch so, weißt du, so richtig, die wirklich alles haben. Tiefkühlsachen und auch wirklich exotischen Stuff zum Kochen. So große japanische Asia-Shops. Boah, dieser Geruch, der steht hier wirklich so ein bisschen im Raum. Ja. 1,49 Euro und ich vergebe hier eine. Ich vergebe hier eine 7. Weil mir die Beef Billo Cup einen Tacken besser geschmeckt hat. Und weil mich sehr interessieren würde, ob möglicherweise, falls wir dazu noch kommen, ein anderes Bulldog-Projekt-Produkt noch geiler schmeckt. Ich gebe Carbonara. Eine 8. Du gibst eine 8. Ja, das war schon gut. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Colin, wir haben jetzt ein Problem. Ja. Denn bei der großen Riesenrahmen, die muss man wahrscheinlich tatsächlich im Topf machen. Weil die Nudeln sind so dick, die sind nicht weich geworden jetzt. Was würde denn hier als Empfehlung stehen? Da steht keine Empfehlung. Deswegen, das ist ein bisschen doof. Aber was sollen wir jetzt machen? Ja, wir können sie ja mal die Brühe kosten. Die Nudeln, gehen wir mal davon aus, dass die Nudeln rein geschmacklich nicht so wahnsinnig was beitragen. Ja, stimmt, sie sehen ein bisschen aus wie so. Ja, das Problem ist, ich habe auch echt nie, glaube ich, Reisnudeln im Rahmen gegessen. Aber vielleicht sehen die auch nur so aus, vielleicht sind es gar keine Reisnudeln. Ja. Ich werde die mal kurz einmal durchschneiden. Also, das ist nochmal, ihr könnt ja nochmal einmal ganz kurz gucken. Ist das ein gangbarer Weg, ja? Mit so einer Schere, das ist jetzt nichts. Ja. Okay, gut, dann habe ich. Das war das Lachen des Unwissenden. Weil zum Beispiel, warst du schon mal im Korean Barbecue? Wenn sie den Schweinebauch mit der Schere schneiden?
Hast du das schon mal erlebt? Nee, habe ich noch nicht geschafft. Habe ich noch nicht erlebt. Also, ich war schon mal im Korean Barbecue, aber das habe ich noch nicht gesehen. Guckt euch das noch mal einmal an, ganz kurz, meine lieben Freunde. Dann seht ihr nämlich, das ist das, was uns versprochen wird. Da, was sind das, Würstchen? Was denn? Das, diese roten? Das sind Erbsen. Das hier sind Erbsen? Ja. Okay, das sind Erbsen. Das sind die Chips. Das sind die, was ist das? Jalapenos? Ich glaube, das müsste das Menma sein. Menma, klar. Das sind die. Obwohl, nee, das ist das Menma. Das sind diese komischen Snail-Chips da, die Das sind die hier, das sind die Snail-Chips. Nee. Doch, klar, guck dir doch diese pockige Oberfläche. Die sind doch riesig da auf dem Boden. Ja, gut, das, also, ich sag mal so, ich will euch nochmal, um euch nochmal ein Gefühl dafür zu geben, das ist das, was wir als Serviervorschlag bekommen. Und das ist das, was drin ist. Das ist ein bisschen schwer. Oder hier nochmal ein großes. Vielleicht kann man das da besser sehen. Vielleicht versuchst du es mal bei Tim abzufilmen. Also sagen wir mal so, das ist jetzt schon, also sagen wir mal so, gewisse Diskrepanzen sind auf jeden Fall festzustellen. Ja. Ist nichts Ungewöhnliches bei Fertiggerichten, aber hier ist man da sehr frei mit der Interpretation auf dem Bild gewesen. Mhm. So. Ach so, jetzt verstehe ich, aber das sieht doch aus, es könnten auch so kleine, keine Ahnung, irgendwas, was halt im Dschungelcamp servieren im letzten Spiel. Also, was ist das jetzt die Erste? Da sind Bohnen drin. Ja, Bohnen, ja genau. Ja gut, Bohnen werden es wohl sein. Aber, naja, gut. Tja, Colin, ich bin nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Hat wieder einen sehr intensiven Geschmack. Also kräftiger, ne? Ich finde die Brühe richtig lecker. Aber wirklich auch nur die Brühe. Mit den ganzen Toppings finde ich, das ist so. Es ist gut gewollt, aber schlecht gemacht, oder wie heißt das? Ja, genau so heißt es. Weil die sind. Große Klappe, nichts dahinten. Ja, genau. Nichts davon ist halt wirklich irgendwie geil, finde ich leider. Aber sag mal, müssen die Erbsen so knusprig noch sein? Ja. Oder ist das. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber die Erbsen sind das Scharfe, ne? Die Nudeln sind noch nicht ganz durch. Ja, ich. Aber alles um. Und ich krieg's nicht mehr durch. Alter. Okay. Ey, die muss, keine Ahnung, 10 Minuten oder so kochen, locker. 5 Minuten. Bisschen unfair, vielleicht sie zu beurteilen. Ja. Vielleicht lassen wir sie raus. Aber sagen wir mal so, selbst wenn jetzt, glaube ich, die Nudeln durch wären und alles fein, ja, würde ich, glaube ich, keine allzu hohe Punktzahl geben. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu. Also die Brühe schmeckt lecker, aber ich glaube, der Rest, der wird auch nicht sonderlich viel geiler. Wenn man den noch länger kochen lässt. Ja, naja, auch bei der Brühe, das ist so, auf dem ersten Bissen, yeah, auf dem zweiten, okay. Ja. Und mit dem Wissen oder mit dem Glauben, dass da wirklich irgendwas drin ist von der Schnecke oder so, macht es mir nicht leichter, das zu genießen. Nee. Aber da bin ich auch ein Kopfmensch. Ah. So, also, die 16 lassen wir vielleicht, wollen wir die außen vor lassen? Ja, ne? Ja. Oder bin ich nur zu faul, zur Tafel zu schreiten? Na, das ist unfair jetzt. Ja, das stimmt. Komm, mach mal so einen geilen Riesencup nochmal. Da hab ich Bock drauf. Genau, wir machen nochmal Riesencup. Hier sind unfried Noodles. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Nudeln, um haltbar gemacht zu werden, frittiert werden. Aha. Und sie dann nur noch ganz, ganz wenig Wasser haben. Und deswegen so haltbar sind. Und hier steht jetzt drauf, unfried Noodle, spicy and fresh. Was bedeuten würde, dass die Nudeln eben gerade nicht frittiert sind, sondern hier in frischem Zustand sind. Und so kann man die zum Beispiel auch kaufen im Asialaden. Mhm. Okay. Das sind die, die tatsächlich, wenn ihr die Penny-Variante kauft, kauft sie nicht, die schmecken zum Kotzen. Aber es kann sein, dass sie, wenn man sie gut macht, auch lecker sind. Und was wir haben, ist Dong Wong Rao Dong Spicy. Ein koreanisches Produkt. Koreanisch, ah ja. Mhm. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich, gibt es ja auch einen Unterschied, das nennt sich ja dann Ramyun oder wie auch immer man das ausspricht. Die koreanische Variante. Mhm. Welche Nummer hat das? Dann kann ich nochmal genau. Einmal gegenchecken. Das ist die Nummer 22. Die 22. Dong Dong Spicy. 2,59 Euro. Boah, ich bin am Schwitzen, Alter. Schlimm. Schlimm. Da bin ich total gespannt drauf. Also, ich finde das immer geil, wenn das so große Bottiche sind. Ja, ja. Weil man gleich denkt, wirklich, du hast fürs Wochenende eingekauft, wenn du den mitnimmst. Ja, der Rahmen braucht so man in so einer richtig großen Packung so, ne? Das ist einfach geil. Wie viele Tüten waren jetzt dabei?
3, also Nudel, Tare und Gemüse. Das ist geil. Bin ich sehr gespannt. Also da kein Öl, kein Gewürzölpäckchen. Ja, also davon verspreche ich mir auch irgendwie einiges. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Vorvertrauen. Ja. Und ich würde sagen, das kombinieren wir direkt auch mit dem nächsten Mal. Ist da eine Fülllinie drin? Ich frage nur Interesse halber für Leute, die das interessiert. Ist, ja. Okay, dann bin ich. Und die Fülllinie, das wird dich jetzt vielleicht enttäuschen, aber schau mal, wo die Fülllinie ist. Ja, die ist ja tief, aber gut. Wir haben gesehen, was passieren kann. Ich zeige euch mal die Fülllinie. Ja, wenn du einmal nicht aufpasst, dann hast du das Zeug im besten Fall auf dem Tisch. Im schlimmsten Fall aber auf dem Schoß. Und dann kannst du nie wieder so eine Sendung machen. Ja, hier, gönn dir doch mal. Ja, ist die gut? Danke dir. Die sieht, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich mach schon mal. Ja, lass uns mal bei den Cups bleiben vielleicht einstweilen, weil die einfach leichter zuzubereiten sind. Haben wir denn eigentlich noch so ein, das wäre natürlich mal interessant, sowas wie einen absoluten Standard in dem. Ja, natürlich hier. Wo man so sagt, das kennt jeder. Yum yum. Ja, komm, yum yum. Das sind die, ach, das sind ja auch, wo Leute das gerne mal pur essen, ne? Ja, ja. So als Knabberei. Genau, das Würzöl drüber krümeln und dann einfach, aber das finde ich absolut widerlich. Da habe ich heute auch noch mit meinem ältesten Bruder da telefoniert, mit Oliver, der ja Pilot seines Zeichens ist und gerne mal so ein bisschen in der Welt rumkommt, aber auch mal darauf angewiesen ist, an ungünstigen Orten zu ungünstigen Zeiten was zu essen zu bekommen. Der nimmt nämlich auch gerne mal sich so Nudeln mit, so Instant-Nudeln. Und was er mir heute erzählt ist, hat er mit der Geschichte jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Wenn er zu faul ist, zum Beispiel Nudeln für Bolognese angemessen lange zu kochen, dann zweckentfremdet der die einfach von irgendeiner Cup-Nudels-Ding und macht dann eben Cup-Nudel-Bolognese. Weil er die der Zeit hat keinen nicht Bock. Warten kann. Warte mal kurz, der hat keinen Bock, Nudeln zu kochen, darauf zu warten. Weil es zu lange dauert. Und wenn er Cappellini kauft, das dauert 3 Minuten? Die musst du ja erstmal gekauft haben. Gibt's in jedem Supermarkt. Ja, so ist das halt. So ist das manchmal, wenn man aus dem Koffer lebt. Das ist schon krass. Also. Ja. Uiuiui. Also käme ich jetzt auch nicht auf die Idee. Aber nee, so, das ist schon echt. Ich kann ja wirklich auch nur für mich als Gerne sprechen. Richtiger Experten-Style. Ja. So, ich mach nochmal Wow Dong Durchrührung. Uiuiui, Alter. Bei mir ist jetzt aber auch schon wirklich die. Also der Glutamat. Bereich ist, also ja. die auch mein Fassungsvermögen für Glutamat ist langsam ausgereizt. Ja, sagen wir mal so, das ist wirklich so. Also hast du auch so dieses Gefühl, dass es so ein bisschen, dass dein Körper dir so sagt, mach mal langsam es halt war schon schlimmer. Flach. Ohne Scheiß, es war schon schlimmer. Ja? Ich habe in dieser Sendung schon deutlich mehr gelitten. Okay. Aber weil ich ja auch wirklich so in homöopathischen Portionen sozusagen manchmal verkoste, ich kenne das Gefühl aber nur zu gut. Ich weiß nicht, das habe ich eigentlich bei jeder Sendung, möchte ich behaupten. Aber hier geht's noch. Ich mag diese dunkelbrünen Farbe. Das erinnert mich immer so an so eine Rinderkonsommé oder sowas. Das kriegt man wahrscheinlich auch nicht gut eingefangen. Verdammte Schwerkraft. Die so eine. Nee, ja, seht ihr das da so ein bisschen, ne? Aber es hat so ein bisschen was, sowas. So könnte das schon eine leckere Rinderbrühe sein, die man irgendwie auch woanders bekommt. Ich mach das mal. Hast du mir hier was reinmaken? Die Nudeln, die haben noch ein bisschen, die wollen ihr Klumpenbett noch nicht so ganz verlassen. Deswegen muss ich das noch ein bisschen. Man will sie auch nicht zwingen. So, ich mache jetzt hier gerade mal die nächsten, die 14 schon mal warm. Ja. Und da fällt mir immer schon mal direkt auf das Design. Das bewerten wir wahrscheinlich nicht mehr. Nö, aber. Aber schaut euch mal bitte an hier dieses Bild, ja? Wie ist da so dieses Medium Rare. Was ist das schon Steak, Englisch? Oder? Oh ja, oh ja. Englische Rinderfleisch da drin in der Suppe liegt. Oh. Ja, absolut. Und auch der das könnte jetzt auch so die Limited Edition zu Nioh sein oder so. Ja, ne? Der Samurai hier drauf. Bisschen, ja. Super geil. Also wir sagen, es ist ein Samurai. Vielleicht ist irgendwas anderes, ist aber ganz egal. Wenn er jetzt ein Schwert zücken das würde ist auch kein Samurai, es ist eher so ein Herrscher. Ja. So ein wie heißt es? Shogun. So. Das Schwert des Shogun. Ach, das will ich nicht wieder von Filmen reden, die in meiner Kindheit. Eine Gabel mal wieder. Ja, aber das ist, glaube ich, die Star-Data. Moment, halt. Das ist doch hier Neptuns Forke. Nee, das ist noch eine andere. Vierzackig. Ist das derselbe Hersteller? Also, die Gabel lässt darauf keine Rückschlüsse zu. Hainan Beef Soup. Und ist. Die andere war ja in der 13, in dem Shao He Tao grüner Sichuan-Pfeffer. Ja, hast das war aber was anderes. Das ist aber eine andere. Ja? Ja, ja. Weil das ist dieselbe Gabel, also. Nee, das ist sie. Du meinst die hier, ne? Das ist sie aber nicht. Doch. Nee, guck mal hier, die beiden Außenzacken. Die oben, die sind enger zusammen. Nur zusammengebogen. Nee. Guck dir mal die Rückseite an. Geh mal her, geh mal her. Komm, gib mir die Forke mal rüber. Ja. Gut. Schaut mal, liebe Leute.
Ich weiß, technisch gesehen ist es ein sehr ähnliches Produkt, aber jetzt guck mal genau hin. Das ist wie so ein Vergleichsbild für kleine Kinder. Wo sind die Unterschiede? Unten hast du zum Beispiel ein Loch, ein Steinsloch. Und oben seht ihr eben, die mittleren Zinken sind deutlich näher zusammen und du hast diese V-Förmigkeit, die an Neptun erinnert und die andere hat fast gleichmäßige Abstände, lässt sie erkennen. Technisch das Gleiche, deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, zum Umrühren im Uhrzeigersinn ist sie quasi nicht geeignet. Entgegen den Uhrzeigersinn aber sehr wohl. Es ergibt auch gar keinen Sinn, weil es einfach davon abhängt, wie rum ihr die Gabel haltet. Aber ich sag mal, gegen die Forken-Spießrichtung drehen sollte man nicht, dann knickt sie sehr schnell ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Habe ich wieder lang genug monologisiert, dass du wieder schön dir einen reingedrückt hast, also in die Schatulle. Also hier ist auch mal so, wenn ich das mal so zeigen darf, hier diese Würzpaste, die ist wirklich sehr, sehr hart. Und also wenn man die hier so rausdrückt, das ist wirklich so, also wie als ob du so ein ganz, ganz langes Meeting hattest, wo du nicht auf Klo gehen konntest. Und dann, das mit so ein bisschen Schmerzen verbunden ist beim ersten Toilettengang. Da ist es ja auch ganz wichtig, dass bei Katzenfutter beobachte ich das auch, wenn du solche Beutel hast. Je nach Beschichtung von innen gibt es einige, wo du das ganz leicht rausdrücken kannst, egal wie die Konsistenz ist. Und du hast das Gefühl, es gleitet rückstandslos aus dem Beutelchen. Oder es ist ein ganz lästiges Gedrücke, weil das so mit Widerstand und Und letztere Variante ist natürlich total nervig, weil du dann immer von diesem Katzenfutter dann auch so Soße und Fleischklumpen am Finger gerne hast. Und bei den anderen flutscht das so durch. Und das möchte ich auch hier nochmal erwähnen für alle die Futtermittelhersteller. Die geileren Flutschtüten sind auf jeden Fall für Tierbesitzer die angenehmere Variante. Ja. Und das ist auch ein zeitlicher Unterschied. Definitiv. Wenn ich das jetzt mal hochrechne auf Lebenszeit, was mir schwerfällt, aber ich hätte das Gefühl, ich könnte das ein oder andere Buch lesen, wenn ich mich nicht mit den Scheißtüten rumschlagen würde. Hochgerechnet, wohlgemerkt. So, jetzt haben wir ja auch die, ich gebe dir mal was davon rein. Hast du auch noch ein kleines Schüsselchen für mich, wo ich dir was kredenzen kann? Nee, leider nicht. Warte, dann egal, dann esse ich die gleich leer, dann kannst du mir da gleich wieder was. Ja. Die bist ja, damit bist du ja schon durch. Damit, ne? Nee, ich hab. Warte mal, du brauchst ja noch ein bisschen Brühe hier. Wir wollen doch hier vom feinen, von der feinen Brühe. Was mache ich mir die Mühe? So. Alles klar. Ja, bin ich mal gespannt. Okay, das ist aber jetzt auch schon wieder sehr viel. Also wieder mal das Meer eingefangen. In eine Pappschale. Was war das nochmal? Das war dieses 22. Korea Dong Wong. Dong Dong Spicy. Dong Wong Spicy. Genau, Hau Dong. Sehr algig. Ja, sehr algig. Mmh. Oh, die Nudeln sind ja geil. Aber das ist spicy, aber nicht hot, ne? Mhm. Die, ne, das ist auch so ein bisschen was so. Ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Wir hatten als Kinder so ein Buch Enzyklopädie Lecker. Der Welt. Aber immer war so ein gemaltes Bild irgendwie vom afrikanischen Kontinent, wo jemand, da ging es um Parasiten und da war so ein gemaltes Bild wie einer. Da sah man nur so ein Bein und aus dem Bein kam ungefähr so ein Wurm und der wurde von dem Dargestellten auf so einen Stock aufgewickelt. So als Beispiel für Parasiten. Mhm. Und genau diese Erinnerung hatte ich gerade. Bevor ich probiert habe. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich weitermachen möchte. Tim, was ist los? Oh, ich habe gerade so eine Chiliflocke oder irgendwas eingeatmet. Ja, also hier sind schöne rote Chiliflocken noch drin. Wenn die natürlich ihre Schärfe mitgenommen haben in die Produktionskette, dann ist das sehr schön. Ich dachte nämlich auch die ganze Zeit so, okay, ist ja gar nicht scharf. Und dann auf einmal. Mhm. Aber die finde ich richtig geil. Findest du richtig geil, ja? Ja, ja, ja. Oh. Oh, dieser Algengeschmack, das ist so lecker. Mhm. Das ist halt so. Die einen sagen so, die anderen so. Also es ist nicht zu viel, wenn ich, ja, okay, du magst das nicht, aber. Hier muss ich wieder so eine. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Hier sind wir wieder in dem gleichen Kreuzgang wie vorher schon mal. Ja. Bei mir wieder eine neuen, sag ich dir gleich jetzt schon. Okay, dann lass uns mal kurz. Die einen lassen wir weg. Wong Dong Rao Dong war Nummer 22. Wir hatten den Vergleichsfall ja vorhin schon mal. Deswegen wird wieder Hafen dazugeschrieben, damit ich mich erinnere, warum ich hier so verhältnismäßig geizig mit vorgehe. Das soll aber auch dich daran erinnern. Du hast nämlich dem letzten Hafen eine 9 gegeben. Bisher deine Höchstwertung. Genau. Das könnte jetzt das sein, wo du
über- oder unterbieten musst. Da bin ich sehr gespannt. Oder natürlich einen Gleichstand erzielst. Was hat mir gesagt? Nochmal? Also ich finde, das ist wirklich eine Liga. Eine Liga. Also okay. Wenn du jetzt willst, dass ich es ranke. Naja, du musst halt eine Zahl hinschreiben. Ne? Also ich würde eine 9 geben, wenn du jetzt sagst, es soll sich unterscheiden von der anderen. Nö. Nur wenn du das Gefühl hast. Also für mich ist das wirklich so eine Liga. Deswegen okay. Würde ich jetzt mal auch wirklich einfach eine 9 geben. Krass. Ich muss hier leider wieder eine 4 geben. Für mich ist es nämlich auch eine Liga. Okay. Also, da bin ich irgendwie raus. Da müsst ihr dann entsprechend, wenn ihr das mit dem Hafen mögt, dann könnt ihr sehr gerne euch eher an Tim halten. Der dürfte euch da kompetentere Beratung geben. So, das ist jetzt hier der Samurai mit dem Beef. Da ist meine Vorfreude natürlich schon wieder deutlich ausgeprägt. Erstmal riechen, bitte. Mhm. Weil der Geschmack, der Geruch ist sehr komisch. Also, nein, komisch. Doch, also so einen Geruch hatten wir noch nicht hier. Das ist wieder was ganz anderes. Besonders. Ja. Diese Fleischstückchen da drin. Bisschen süßlich, ne? Süßlicher Geruch, so ein bisschen. Süßlich-fleischig. Fleischstückchen, ja. Fleischig ja. Auf jeden Fall. Sieht man das hier? Ich zeig ja, ich weiß nicht, das ist das Fleisch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil so große Beefbrocken, die total durchgetrocknet dann mit Wasser zusammengekommen, wieder so ihre alte Konsistenz versuchen zurückzubekommen. Okay, 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 jetzt bin ich gespannt. Boah, ich nehme erstmal nur so einen kleinen Fleischäumel hier. Und da bin ich ja mal gespannt, was du sagst. Tja, was ist das? Also, ich weiß nicht, aber es ist kein Fleisch. Also, ich glaube, es soll schon so ein bisschen sowas geben. Ja, es soll Fleisch sein. Es soll so Steak-Geschmack irgendwie dir ein bisschen geben. Das war ganz was Interessantes. Also, das schmeckt wirklich wie ein komplett, finde ich, ein komplett synthetisches Produkt, was mit echtem Fleisch oder irgendwann einer Form von Natur nichts mehr zu tun hat. Mhm. Oder? Auch dieses komisch Schwammige. Ja. Also, es soll dir so ein bisschen das Gefühl geben von Struktur. Es ist nicht fein zerkleinert und zusammengefügt. Es ist noch so faserig. Ja. Aber es hat wirklich was wie so ein Haushaltsschwamm. Außerirdisches. Ja. Aber also, es ist scharf, das merke ich jetzt auch schon. Es ist so. Weißt du, wenn die in den 80ern oder so sowas gefunden hätten irgendwo, wenn es so auf der Wiese gelegen hätte, dann wären die hundertprozentig davon ausgegangen, dass es von einem anderen Planeten kommt. Ja, ja. Und du schickst den Hund vor. Ja. Und der schnuppert dran und zieht sich jaulend zurück. Zieht den Schwanz ein und gibt so, komm, jetzt geh hin. Aliens bestätigt. Also es hat echt so einen Fleischgeschmack, ist aber auch total fettig, ne? Mm. Also ich finde diese Brühe mega fettig. Was sind denn diese kleinen Strudel? Das sind jetzt keine Fischkuchen. Alter, die. Was ist das? Diese Nudeln sind so ekelhaft. Aber was sind das denn hier, Tim? Dieses hier. Ich habe ja da, ihr seht hinten, ich habe die Glasnudeln oder ja, da hinten so dranhängen. Aber was ist das? Man könnte ja denken, man weiß nicht, was es ist. Sagt hier, ne? Ja. Ich muss es mal probieren. Und auch diese Nudeln, schaut euch die mal an. Das ist wirklich, das schmeckt genau so, wie es aussieht. Das ist wirklich einfach Glibber. Das ist wirklich Glibber einfach. Also jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss das mal einmal mit dem großen Löffel reinfassen. Das ist echt widerlich. Okay, warte, ich muss noch mal die Note. Also das Komische hat echt so eine absolute Fettigkeit, kommt damit durch. Ja. Mhm. Also ich am Anfang, als ich reingeguckt habe, habe ich gedacht, oh nice, mal eine Suppe, wo ein paar Augen oben sind, ein paar Fettaugen. Meine Oma hat nämlich immer gesagt, müssen mehr Augen rausschauen aus der Brühe als reinschauen. Das ist nicht schlecht. Und eigentlich ist das ja ein Qualitätsmerkmal für eine Suppe. Das ist gut. Den merke ich mir. Wenn du ein gutes Suppenhuhn hast, wo schön viel Fett dran ist, dann hast du eine schöne, kräftige Brühe. Ja, die Brühe ist okay, aber die stinkt auch so ein bisschen. Ja, es stinkt ein bisschen. Aber sie ist sehr beefig. Hier riecht sowieso, ey. Mittlerweile riecht es so widerlich hier drin, ey. Irgendwann, die Nudeln sind auch, die sind mir auch noch zu heiß. Ich krieg sie nicht mehr so richtig. Aber sie haben wirklich so was Schwabbeliges. Das ist so ein bisschen. Schatz, ich habe eine Qualle gefangen. Oh, super, heute bleibt die Küche kalt. Die finde ich richtig ekelhaft. Also ganz ehrlich, die schmecken nach nichts und die Konsistenz ist. Die Konsistenz ist einfach extrem ekelhaft. Ich tut mir leid, gut, dass ihr die Schatz. Dass ihr es nicht so sehen müsst. Nee. Also ist wirklich. Das ist nichts. Wir haben genug jetzt gegessen davon, um zu wissen,
Das schmeckt uns nicht. Nee. Ohne unfair zu sein. Nee, die sind wirklich, die sind super glibberig und wibbelig und flutschig. Und wenn mir jetzt sagen, jemand sagen würde, die sind aus Tier hergestellt, dann hätte ich richtig Angst. So ist es einfach nur unangenehm. Ja, Gallert. Gallertartig. Ja, Gallertartig, genau. Ja. Und ja, der, wie gesagt, es ist so eine Beefbrühe, also wieder einen ganz anderen Geschmack, hat nichts mit Hafen zu tun, wo ich ja prinzipiell sage, count me in, aber das war nix. Ich muss leider sagen, das war nix. Und ich würde leider auch fast sagen, wir werden es nicht schaffen, noch eine zu verkosten. Doch, haben wir noch, eine noch. Eine hast du noch. Alles wir haben ja noch die Yum Yum. Okay, ah ja, genau, sehr gut. Wir haben also noch einmal den studentischen Standard, möchte ich sagen. Einmal den Standard, genau. Ich schreite mal zur Tat. Das war die Nummer 14. Die Nummer 14 hat gekostet die Hainan Beef Soup 1,69. Das ist, also ich sag schon mal, das ist bei mir eine 1, weil die Brühe ist noch ganz okay, aber der Rest ist wirklich absolute Totalausfall. Oh, die kommt mir auch direkt hoch. Eine 1 gibst du tatsächlich. Ja. Ja, ich muss sagen, dann ist mir die neutrale Langeweile tatsächlich lieber. Und ich gebe hier eine 2. Okay. Ja. Hast du eine mit 1 bewertet? Noch nicht. Also, okay. Ich hatte aber auch noch keine 2 dabei. Doch, nee, ja, jetzt sind 2, genau. Nee, also ich hatte tatsächlich, ich habe jetzt gerade tief in die Zahlenkiste gegriffen, wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Also never ever würde ich mir die holen. So, und jetzt kommt eben einmal noch mal zum Abschluss zum grünen Yum Yum. Das ist so das ganz, das ist Vegetable oder? Vegetable, ja, genau, die vegetarische Variante. Und jetzt wissen wir auch, es kommt der Schulterschluss eben mit dem studentischen, die ja oftmals, sagen wir mal, ja, kohlemäßig vielleicht nicht so begütert sind. Und dann kann man sich für 39 Cent so eine Tüte auf den Zahn legen. 12, 39 Cent. Boah, aber ich sag mal so, der Elan lässt bei mir langsam auch nach. Ja, mega. Also ich merk's wirklich, es kommt von ganz, von meinem Innersten werde ich davon abgehalten, jetzt hier weiterzumachen. Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob du morgen sagst, boah, ich habe total Bock, mal wieder Ramen zu essen, oder ich bin bedient. Weil ich meistens aus dieser Sendung gehe und das Gefühl habe, ich bin bedient. Ja. Aber ein paar Stunden später ist schon wieder, ach, ja? Ja, ja, habe ich schon ein paar Mal erlebt. Das macht mir Angst vor mir selbst. Ja, okay. Aber ich sag's dir jetzt schon, das riecht jetzt schon geiler als die langweilige 3 vom Anfang. Ja. Ein bisschen Knobi kommt da auch durch. Es ist halt wirklich das, ja, das ist halt wirklich so der absolute Standard, muss man echt so sagen. Es schmeckt halt auch wirklich sehr zurückhaltend, so nichts, was da irgendwie großartig rausschmeckt. Ja. So. Ist wahrscheinlich mega glutamatig. Aber ich mache jetzt hier mal meinen Pimp-Style, den ich immer gemacht habe. Ein paar Frühlingszwiebeln rein, oder? Ja, so ein paar Lauchzwiebeln, ein paar Bambussprossen. Mm, nicht schlecht. Hier so ein Pak Choi kann man gut reinmachen. Ja. So. Ich bleib jetzt erstmal noch bei der Standardvariante. Und ein bisschen. Und ein bisschen Koriander. Also, hier muss ich sagen, das ist. Also ist der Bruder von der langweiligen 3. Aber das ist der etwas spannendere Bruder. Wo ich schon verstehen kann, wenn die beiden sagen, ich mache ein Business auf, dass nach 20 Jahren Geschäftszeit dieser hier bessere Zahlen vorzuweisen hat. Und der andere fragt sich, wieso. Ich finde es einfach ein bisschen aufregend. Und du pimpst es jetzt gerade, das, was man wahrscheinlich eben gut machen kann. Hier bin ich jetzt bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Also nicht finanziell, sondern eben was die Punkte angeht. Und hier gebe ich eine 5. Wenn Interesse herrscht, das kann ich an dieser Stelle sagen, weil wir sind jetzt leider am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben noch einiges im Beutel. Wenn Interesse, ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, dass wir diesen zweiten Teil auch noch machen, das zu verkosten. Ich kann es mir gerade irgendwie noch nicht vorstellen, aber wie gesagt, mal abwarten. Ich bin bei einer 4. Bei einer 4. Dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wir werden euch die Zuordnung mit den Zahlen und den Namen, das bekommt ihr auf jeden Fall in den Comments beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung dann nachgeliefert. Ich mache noch mal eben kurz den Score für hier. Denn das ist das, was es sich hier zusammensetzen soll. Ein vorläufiges Endergebnis, was wir hier haben. Hier haben wir eine 8, 14, 13. Ist, wie gesagt, 13 ist, Vorsicht, das ist ein Hafenkandidat. wo man einfach sagen muss, hier bin ich sehr voreingenommen. Was haben wir hier? 6 und 7, ebenfalls eine 13. Das ist eine 15, die haben wir noch gar nicht gesehen. Und es ist dankenswerterweise kein Hafenkandidat. Da wieder ein Hafenkandidat. Da eine, ganz klare, da waren wir uns einig, ein ganz mieses Zeugnis, was wir der vorletzten ausgestellt haben. Das war der Samurai. Mit den Schaumfleischstücken drin. So, die 15.
und damit unser vorläufiger Testsieger, zumindest wenn man meine Hafensache mal nicht mit reinbringt, das war Yai Ling Ling bei Beef Sour Cabbage. Was? Was war das dann? Oder, nee, Quatsch, 15, ich habe völlig Quatsch erzählt, 25. 25, das war Carbonara. Carbonara. Es ist nicht, man glaubt es nicht, aber der vielleicht exotischste Mix an dieser Stelle, möglicherweise, ist erstmal das, was uns beiden am besten geschmeckt hat. Also im Gesamtscore zumindest. Ja, krass. Krass. Also auf jeden Fall krasse, krasse Geschichte. Ja. Für dich jetzt viele Überraschungen dabei gewesen heute? Oder ist das so das Spektrum, was du auch schon Nee. Hattest? Also auf jeden Fall mega viele Überraschungen. Diese Sichuan-Pfeffer-Geschichte war absolut krass. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gegessen. Sowas, so eine widerliche Instant-Ramen wie die letzte, habe ich auch noch nicht gegessen. Und mein Highlight auf jeden Fall ganz klar die hier. Also die rote Nummer 2. Mhm. Toyo Suisan Marushan Akai Kitsune. Das finde ich war geschmacklich. Also die würde ich mir sofort dann holen, wenn ich die irgendwo mal sehe. Ja, zumindest wenn ihr eben die Hafenromantik im Gaumen mögt, dann ist das vielleicht euer Weapon of Choice. Tim, ich danke dir sehr. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal an dieser Stelle. Je nachdem, wie, ob ihr sagt, nee, ich habe auch die Schnauze voll. Oder nee, klar, gib mir mehr. Dann gucken wir mal, dass wir die zweite Fuhre irgendwie auch noch verkosten bei Zeiten. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir euch auch. Hoffentlich auch. Und ab in die Comments, was eure Favoriten sind. Und wir sehen und schmecken uns dann. Wir sehen und ihr guckt dann zu, was wir schmecken. Okay, wir sehen uns bald wieder. Reingehauen. Lecker oder zum Vergessen? Oh.